It's a no head of it. Auto schon Thank you.
gar nicht von da, ne? Das kenne ich ja gar nicht von mir. So, Showdown hier aus dem schönen Q-Point aus Hamburg-Bramfeld. Ohne Frage eins der schönsten Bier-Cafés aus ganz Deutschland. Wir freuen uns, dass ihr hier vor Ort so zahlreich erschienen seid. Wir freuen uns auf die ganzen Zuschauer am Stream draußen. Wir hatten bei dem German Tour-Finale am vergangenen Wochenende. Jetzt hört genau zu, das ist keine Utopiezahl, das ist die wahre Zahl. Wir hatten insgesamt an 3,5 Tagen 200.000 verschiedene Zuschauer online beim Billard. Nicht beim Fußball, nicht beim Tennis, beim Billard. Bei unser allergeliebten Sport. Und das sind Rekorde, die noch nie aufgestellt wurden in ganz Europa. Dafür mal einen Riesenapplaus aus den Zuschauer. Dankeschön, dass ihr alle so dabei seid. Ganz toll. So, wir kommen zum Battle of the Legends Teil 2. Stunde der Wahrheit haben wir es genannt. Hat einen ganz bestimmten Grund. Es kommt jetzt eine schöne Anekdote über die beiden Sportler und Akteure. Aber vorab möchten wir uns bei den Betreibern Susanne und Enrique erstmal bedanken, dass sie ihre Location zur Verfügung gestellt haben für dieses tolle Legendenspiel. Ein Riesenapplaus für die Betreiber Susanne und Enrique. Dann natürlich ein riesiges Danke an das Touch-Magazin, das Billard-Magazin, weil ohne den Touch-Magazin und German Tour wäre Bustamante wahrscheinlich gar nicht hier. Und das Match wird auch da nicht stattfinden. Also Riesenapplaus an das Touch-Magazin, klasse. Jetzt müssen wir uns auch bedanken, und zwar bei dem Stream-Team. Das Stream-Team hat es möglich gemacht, dass wir solche Zahlen erzielen überhaupt. Und in diesem Fall heute ist es hier, Relive mit dem schönen Nils. Die produzieren das Ganze jetzt gleich online, sind schon drauf. Aber ich kann euch nur eins sagen, wir versuchen natürlich auch von Einzelbattle den Rekord aufzustellen und die Chancen sind sehr groß. Weil wir hatten in dem Battle Soquet gegen Bustamante 50.000 Zuschauer. In einem Battle auf 9. Das sind auch Rekorde. So, jetzt aber zum Showdown. Genau zuhören. Ich stelle jetzt die Akteure, die Sportler vor. Und ich kriege Gänsehaut und für mich ist es persönlich eine Ehre, dass ich sie beide mal vorstellen darf. Denn sie gehören beide zu meiner 5er Favoritenliste ohne Frage. Der erste Mensch, den ich vorstellen darf, ist der Lokalmanator. Jetzt genau zuhören und lassen Sie Zahlen auf der Zunge zergehen. Er ist 44-facher deutscher Meister. Er ist 28-facher Europameister. Er hat
zweimal die US Open gewonnen. Er hat immer das Poly Cup gewonnen. Er hat 14 Mal die Euro-Tour gewonnen. Er ist dreifacher Weltmeister. Er ist ein Hall of Fame-Spieler, einer der wenigen auf der Welt. Es ist kein geringerer als unser Lokalmatador, The Machine. Ich will euch hören. Olli, 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 wer hat da? Kommt mal bitte zu, Olli. So, jetzt kommen wir zu seinem Pendant. Und sein Pendant, sage ich ganz ehrlich, ist auch ein guter Freund von ihm. Die kennt ihr schon sehr, sehr lange. Sie haben beide Deutschland bzw. weltweit Billardgeschichte geschrieben und das ganze Billardgeschäft auch geprägt. Sind beide Mitgründe, warum ich persönlich dabei bin. Ich schaue mir regelmäßig Oliver Hoffmann bei den Bundesligaspielen hier an, weil es ist schön, dass nur ein Spieler bei uns vor Ort hier im Norden Billard spielt. Aber er lebt ja auch mal 12 Jahre in Deutschland. Er ist auch deutscher Meister geworden. Er ist einer derjenigen, die hier als sozusagen Einwanderer, als philippinischer Einwanderer, alles im Grund und Boden gespielt hat damals. Er hat auch einen Weltmeistertitel. Er hat zweimal die Doppelweltmeisterschaft auch gewonnen. Mit Efren Reyes, kein geringer, sein bester, sein sehr guter Freund von ihm. Er hat zweimal die Derby City Classic gewonnen. Da fliegen wir mit ein paar Pinneberger nächste Woche hin zu sechs, um daran teilzunehmen, weil wir das einmal sehen möchten. Er hat die zweimal gewonnen, beziehungsweise er war zweimal Master of the Table. Das heißt, wer die meisten Disziplinen, die meisten Punkte erzielt auf diesem Derby City Classic, kriegt noch einen extra Preis, das heißt Master of the Table. Das ist der beste Spieler des ganzen Turniers. Das hat er geschafft. Er ist auch einer der ganz seltenen Gattung. Er ist nämlich auch ein Hall of Fame Player wie Olli. Wir haben heute hier zwei Hall of Fame Player. Und jetzt will ich auch hören. Er ist der beliebteste asiatische Billardspieler in ganz Deutschland. Wir kennen ihn alle, er kommt regelmäßig zu uns und da freuen wir uns ganz besonders drüber. Komm bitte zu! So, hier stehen die beiden Legenden. Pass mal auf, die Legenden haben auch was bewegt. Ich habe mich schlau gemacht vor bei Olli und bei Busti und bei Wikipedia. Das mache ich ja ganz ehrlich immer so. So, jetzt geht's los. Die beiden spielen mir ganz kurz Platz auf ihren Plätzen. Jetzt geht's los und zwar wir spielen Modus. 15 Gewinnspiele mit Shotclock. Jetzt kommen wir zu dem, der das Ganze wirklich nur ermöglicht hat. Und beide Spieler haben den gleichen Sponsor, Bär. Beide Spieler wissen, dass es einen Menschen gibt, einen Bär-Vertrieb, der das Ganze überhaupt hier möglich gemacht hat. Denn das Ganze ist ja mit Aufwand verbunden. Mit es ist ein Riesenapplaus, die sind alle am Stream. Dynamic Billiards. Herzlichen Dank dafür, für dieses tolle Match, was euch gewährt wird. Das Spiel, das geschieht, das Weltklasse-Spiel, zumindest das Kampf der Giganten hier, von keinem geringeren als einen Weltklasse-Schiedsrichter, auch für die WPA, für die WPBF unterwegs, Danilo Himmelstreit. So, jetzt wollen wir endlich starten. Ich habe genug gelabert, aber eine Anekdote habe ich noch. Warum ist hier besondere Besandte drin? Beide sind Freunde, aber German Tour Finale 2016 haben sie im Viertelfinale gegeneinander gespielt. Da stand das 6-6 auf sie im Achtball. Folgendes ist passiert. Bei Hill Hill passiert Olli ein kleiner Kontaktfehler und läuft in die Kugel ins Safe. Olli muss mit Vorbande spielen, trifft die Kugel, bleibt mal kurz am Loch liegen. War keine Vorbande. Ja, das nach dem Safe. So, jetzt geht's weiter. Dann muss Django einen Ball gerade runterspielen. Eine 6 und dann noch die 8. Die 6 klappert. Und hier sitzen die Protagonisten in der Ecke und Olli sitzt auch da. Und die 6 klappert und klappert und klappert und liegt fast. Olli hat das Köln schon in der Hand. Springt schon auf, da fährt die Kugel. Und dadurch gewinnt Francesco Bustamante 7-6. Also, hier ist noch eine Rechnung offen. Wir sind gespannt. Ich will euch kämpfen sehen. Ich wünsche allen hier, tolles Bild, viel Spaß und lasst die Hütte krachen hier am Stream auch. Bleibt dran, es wird richtig interessant jetzt. Dankeschön. Hallo.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas. Ich bin gerade eben angesprochen worden, ob ich die Moderator, also die Kommentatorkabine besetzen möchte. Und ja, obwohl ich immer noch überrascht bin, werde ich mein Bestes geben. Also, es geht los. Wir spielen 10 Ball. Ist schon ausgestoßen worden. Oliver Ortmann macht sich bereit für den ersten Anstoß. Ja, und euch allen viel Spaß. So. Sehr souverän angestoßen hier, die Weiße sehr gut kontrolliert. Jetzt müssen wir mal schauen, ob er die weiß sehen kann. Das werden wir gleich sehen. Eins liegt da. Okay. Okay, er geht ohne zu zögern ran. Ich hatte die 1 gerade nicht gesehen. Tut mir leid dafür. Ein paar Fehler werde ich machen. Sorry, es ist mein erstes Mal, dass ich 10 Ball kommentiere. Seht mir das mal nach. Also ich kenne Olli als sehr souveränen Spieler. So wie er an die Sache hier rangeht, meine ich da ein gewaltiges Tempo zu erkennen. Oh, okay. Das hat ihn gerade einen Foul gekostet. Mal sehen, wie Bustamante an die Sache rangeht. Obwohl ich davon ausgehe, dass alle im Stream, zumindest der Großteil, sich mit den Regeln schon längst vertraut gemacht haben, selber Billardspieler sind, will ich sie trotzdem nochmal erläutern. Also 10 Ball ist ein Spiel, man nennt das Rotationsbillard, was in Zahlenreihenfolge gespielt wird. Die Kugeln werden in den kleinen Dreiecken, wie gesehen, aufgebaut. Die 1 nach vorne und die 10 in die Mitte. Und der Spieler stößt an. Wenn eine Kugel fällt und die Weiße dabei auf dem Tisch bleibt, darf er weiterspielen und muss nun in Zahlenreihenfolge den ganzen Tisch freiräumen. Wenn er eine andere Kugel trifft, bevor er die niedrigste Zahl auf dem Tisch getroffen hat, ist das ein Foul und der Gegner bekommt Ball in Hand. Das bedeutet, er kann die Weiße irgendwo auf dem Tisch platzieren, um von dort seine Aufnahme zu beginnen. Dazu muss man noch wissen, das ist ein Ansagespiel. Das bedeutet, dass wenn nicht offensichtlich ist, in welches Loch der Spieler die zu versenkende Kugel reinspielen will, dann muss der Spieler das entsprechend ansagen. Dass der Schiedsrichter weiß, ob den Ball, den er gespielt hat, ob der auch dort reingegangen ist, wo er das wollte. So, das erste Spiel geht an Francesco Bustamante, steht somit 1-0. Und Herr Hebestreit baut wieder auf. Was Sie da sehen, diese Folie, das ist das sogenannte Magic Rack. Das ist eine dünne Folie, die ist gelocht, da kann man die Kugeln reinlegen, sodass sie alle perfekt aneinander liegen und zwischen den Bällen keine Lücken entstehen. Das ist heute so der Standard, das macht man damit bei jedem Anstoß quasi die gleichen Anstoßvoraussetzungen für beide Spieler gegeben sind. Es wird Wechselbreak gespielt. Wird Wechselbreak gespielt? Weiß ich gar nicht, muss ich mal eben fragen. Ja, also es wird Wechselbreak gespielt. Das heißt, egal wer das Spiel, das gerade gespielt wird, gewonnen hat, es wird immer abwechselnd angestoßen. Deswegen. Das hat sich jetzt überschnitten. Francesco hat das erste Spiel gewonnen und stößt an. Und die Distanz, die wir ausspielen, sind 15 Gewinnspiele. Wir werden eine kleine Pause machen. So viel ich informiert wurde, wenn ein Spieler 8 Spiele erreicht hat, machen wir in jedem Fall eine Pause, kurze Pause. Francesco konnte die 1 sehen nach dem Anstoß. Oh ja, dass ich da ein bisschen Pech mit der Ablage. Das heißt, die 3 sieht zumindest von hier auf dem Bildschirm so aus, dass die im Weg ist. Er muss also die 2 über Bande spielen. Das ist die blaue Kugel. Sie
das Loch angesagt, versucht sie dünn zu treffen und er hat es geschafft. Ein grandioser Ball, der ihm offensichtlich gut von der Hand ging. Jeder, der diesen Ball schon einmal gespielt hat, der weiß, da gehört viel Know-how dazu, um zu wissen, wo man die Weiße lang spielen muss. Je nach Streamtappenqualität und Bildqualität kann man erkennen, welche Kugel zu spielen ist. Trotzdem sage ich es nochmal an, für alle die, die es nicht gewohnt sind. Die Kugeln erkennt man natürlich an den Zahlen, aber auch an den Farben. Farbreihenfolge ist gelb, das ist die erste Kugel, zweite ist blau, dritte ist rot, das ist die 3, die vierte ist in dem Fall pink, rosane, orange ist die 5, dann kommt die 6, die grüne, die jetzt gerade gespielt wird, die 7 ist die braune Kugel, die 8, die kennt jeder, ist die schwarze, die hat in dem Fall eine ganz normale Bedeutung, wie alle anderen auch. Die 9 ist die gelb gestreifte Kugel und dann die 10 ist die letzte Kugel. Das ist noch einmal gut gegangen. Das ist sehr, sehr dicht an der 10 vorbeigekommen. Hat aber kein Problem. Es steht 2-0 für Francesco Bustamante. Hier eine Einblendung von unserem Sponsor. Ich habe dem Techniker jetzt auch Bescheid gesagt, dass man nicht wirklich hören kann. Er versucht es mal ein bisschen lauter zu machen. Okay. So, das nächste Spiel hat schon angefangen. So, wir haben hier an ein paar technischen Sachen gearbeitet, jetzt sind wir zurück. Das dritte Spiel ist noch am Laufen, Gott sei Dank, wir haben nichts verpasst, wir befinden uns hier im Safety Battle. Da will ich bei der Gelegenheit erstmal meinen zweiten Kommentator begrüßen. Kein geringerer als Bernd Gottschalk aus. Stell dich am besten einfach mal selber vor. Ja, ich komme aus Lübeck, ich bin Bernd Gottschalk und ich komme aus Lübeck, ich bin Bernd Gottschalk und habe
ein bisschen Erfahrung im Billard. Das heißt, ich bin schon über 30 Jahre im Billard-Business und durfte auch in meiner ganzen Zeit mit Busti ganz oft spielen bzw. trainieren. Und deswegen ist es für mich eine ganz besondere Ehre, natürlich hier bei einem Spiel dabei zu sein, wo Busti und Ortmann spielt. Ja, das ist erstmal zu meiner Person und ich denke mal, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich denke, wichtiger ist das Spiel. Ja, danke dafür. Hallo Bernd. Ich kenne den Bernd auch schon lange. Er hat mich quasi, er hat mich kennengelernt, als ich gerade anfing, in Köln zu schwingen. Und so sitzen wir hier beide und gucken immer noch Postsammelte zu, wie damals. Also manche Dinge ändern sich irgendwie nie. Ne? So. Er hat ein gutes Safety gespielt, der Olli. Ich habe gewusst, der Mann wird jetzt versuchen, entweder Resafe zu spielen. Ich weiß nicht, hat er ein Loch angesagt. Wir können es leider nicht hören hier. Aber er hat verfehlt. Das ist die Chance, wieder reinzukommen für Olli. Er kriegt Ball in Hand, wie gesagt. Mit der 1 muss er anfangen. Ich denke mal, er wird sich kurz mal sammeln. Jawohl. Es steht schon 3-0. Ja, Bernd fragt mich gerade, wie der Stand ist. Es steht 3-0 und 2-0. Dann ist vergessen worden zu stellen, oder? Ist das dritte Spiel? Ja, drittes Spiel. So, da du der Experte für Rotationsbillard bist, gebe ich mal an dich für die Kommentatoren, für Olli. Okay, für mich ist es etwas schwieriger, bei Olli das Spiel zu lesen, weil ich eine andere Spielart habe. Aber er versucht jetzt natürlich jedes Mal perfekt auf die nächste Kugel zu stellen. Was ihn in diesem Fall auch super glückt. Er spielt sehr, sehr gut. Was mir aufgefallen ist, ist, dass er immer er sucht immer irgendwie den kürzesten Weg mit dabei. Ich kenne viele Spieler, die nehmen eher einen längeren Weg, der aber natürlicher verläuft ist und er spielt dann eher mal mit Konter-IV und nimmt dafür einen kürzeren Weg. Also unterschiedlicher können die beiden eigentlich gar nicht sein, finde ich. Ja, das stimmt, das ist so. Busti ist der Spieler, der den Ball laufen lässt und benutzt den ganzen Tisch. Ortmann ist mehr der Perfektionist und spielt genauer die kurzen Ablagen. Aber mindestens so effizient, offensichtlich. So, ich bin froh, dass er ziemlich früh wieder reingefunden hat, weil die ersten beiden Spiele, da war für beide ein bisschen Pech drin. Aber trotzdem konnte er sich entscheiden und jetzt wollen wir mal gucken, wer ist dran mit Anstoßen. Das müsste bei 2-1 ist Wechselbreak und das müsste jetzt Bustamante sein. Ne? So, das Break zwischen Busti und Ortmann ist natürlich auch ein Riesenunterschied. Hat man jetzt ja auch gesehen, bei Bustamante ist es eigentlich so, dass das Break eigentlich effektiver ist, aber natürlich leidet die Weiße manchmal, so wie jetzt. Und jetzt hat Ortmann wieder eine super Chance, sich das 2-Weide zu holen. Es ist ja schon ein absoluter Trend da, so doll reinzugehen. Gerade seit dem Magic Red habe ich das Gefühl, dass die Break-Geschwindigkeiten überall noch mehr zugelegt haben. Jeder haut da rein. Das ist für mich persönlich ist unvorstellbar, so doll da reinzuspielen und auch zu wissen, wo ich die Kugel treffe. Weil man sieht einfach sehr, sehr gute Anstoßtechniken heutzutage bei den beiden, also bei Bustamante und Ollis. Extrem hart finde ich dieser Anstoß und da wundere ich mich, wie gut die Weiße dann in der Spielfeld mithalten können. Und gut, jetzt ist man nicht geglückt. Ich denke mal, bei einem Satz bis 15 werden wir da auch noch eine Entwicklung sehen. Aber es ist schon wirklich beeindruckend, was da passiert bei dem Anstoß. Ja, es gab gerade eine Ansage, also hier wird mit Shot Clock gespielt. Das bedeutet, dass man eine bestimmte Zeit hat, seinen Ball vorzubereiten. Und pro Rack hat man eine Auszeit, die man nehmen kann. Dass man sagt, ein bisschen länger Zeit, Extension gecallt. Und dann sieht das im Fachjargon. Hier haben wir einen Fehler.
laufen für die in der Situation. Bustamante hat keinen direkten Schuss. Wollen wir mal sehen, wofür er sich entscheidet, ob er offensiv reingeht oder eher mein Partner sagt, er wird wahrscheinlich Safety spielen. Sehen Sie, hat recht, kennt sich gut aus und geht direkt mal rüber. Ja, Busti ist eigentlich der aggressive Spieler von beiden. Ich denke mal, normalerweise greift er an, aber er weiß natürlich auch, dass er einen Weltklasse-Spieler am Tisch hat und deswegen wird er diesen Ball mit Sicherheit spielen. Ich denke mal, gegen einen normalen Spieler hätte er bestimmt auch riskiert, eine Bande. Das ist eigentlich Busti, aber er weiß natürlich, wen er vor sich hat und dementsprechend sein Spiel anpassen muss. Fein. Foul. So, das war jetzt Foul. Jetzt hat natürlich Busti genau das erreicht, was er wollte. Und mit Ball in Hand. Eigentlich ein gutes Brett, wobei eigentlich das ist immer so eine Sache mit eigentlich. Weil man muss jeden Werf ausschießen und Fehler sind so schnell gemacht. Na, da, ich habe es noch nicht ausgesprochen, da ist der Fehler schon. Man unterschätzt das Brett, man denkt, man hat alles im Griff und schon passiert der Fehler. Es sind so ganz ungewohnte Unkonzentriertheiten, wenn er gesehen, aber im Grunde genommen ist er auch, ja, sind halt auch nur Menschen. Oder sie sind einfach zu entspannt, zu routiniert. Ja, also er lässt sich da mal wieder im Winkel für den direkten Weg. Also möglichst wenig Banden, also gar keine Bande braucht, um zur 6 zu kommen. Zieht einfach ein bisschen rüber. So. Da könnte ich schon bald eine Wette drauf abschließen, dass er die 9 in das linke obere Loch spielt. Weil auch da sehe ich wieder den. Nee, wahrscheinlich spielt er ein bisschen unten. Genau, dann gleich das Loch und dann lässt er sie wieder rüber. Okay, alles klar. Ich muss mich entschuldigen, ich habe die 7 von noch gar nicht gesehen. Da haben wir hier an dem Fenster, wo wir das Spiel beobachten, haben wir einen Schriftzug und der hat die 7 verdeckt, deswegen war die 7 für mich schon vom Tisch. Ich darauf achten. Kann man nicht mehr erkennen, aber okay. Ich werde darauf achten. Jetzt muss ich mal ganz kurz in dem Chat hier verfolgen, ob man mich mittlerweile gut hören kann. Vielleicht mal das Mikrofon reinsprechen, das machen wir alles. So, unser Techniker sagt, man kann nicht hören. Ja, vielleicht schaut ihr mal, ob ihr in euren Einstellungen noch was machen könnt. Euren Ton am PC einfach noch ein bisschen lauter stellen oder im Streaming-Fenster. Vielleicht ist da auch noch ein Button. Wir gehen auf jeden Fall schon ganz dicht ans Mikrofon. Also, man könnte das schon kuscheln, ne? Eine kleine Sache für die Zuschauer, ihr könnt hier, wenn ihr vernünftiger Stoß ist, ruhig klatschen im Mensch. Das ist schon Mensch. Haben wir ja noch nicht gesehen. Ich freue mich sehr, wenn du mal eine Runde gehst. Ich sag ja Ben. Welche Stöße denn? Ben. Schönen guten Tag. Jetzt gerade mal richtig stehen. Und zwar geht es eigentlich darum, dass man auch gesagt hat, dass man hier beiflechten kann, wenn einer so spielt. Da kam ein Einwand von einem Spieler, dass es im Moment noch nichts gibt zum Klatschen, da noch kein klasse Ball gespielt wurde. Und jetzt wurde natürlich direkt erstmal richtig abgeklatscht, weil er geblickt hat. Und wie gesagt, ich
vorher schon sagte, einmal Gusti weiß, wen er vor sich hat und Ortmann weiß es natürlich auch. Dann so einen Ball zu spielen, ist immer mit einem Risiko verbunden. Natürlich einen falschen Winkel, aber ich denke mal, er wird nur ein Rollball spielen, um die Stellung zu bekommen. Hat er auch gemacht, aber dadurch hat er das Gegengefühl ein bisschen zu doll gewählt und den Ball verschossen. Jetzt müssen wir mal drauf achten, wie Francesco ansetzt. Ah, ich denke mal, er kann noch die Seite von der Kugel sehen. Er spielt sie langsam. Jetzt hat er sich natürlich ein bisschen an die Wanne gelegt, was den Weg zur 7 natürlich äußerst erschwert. Das heißt, er kann die Weiße ja nur nach vorne beschleunigen. Oder er muss einfach von oben in die Kugel reinspielen, was dann wiederum viel, viel schwieriger macht, das Loch zu treffen. Schauen wir mal, was er macht. Ja, er lässt ihn rollen. Wenn man nur den oberen Teil von der Weißen sieht, ist es natürlich sehr, sehr schwer, den entsprechenden Spin aufzubauen. Und er hat es super gelöst und geht einfach auf die andere Seite zurück. Und akzeptiere den Langball auf die Seite. Das war ein ganz klarer Kontaktfehler. Sowas kann passieren, wenn die Weiße irgendwo verschmutzt ist oder ein bisschen Kreide dran hat und dann in dem Punkt dann der Kontakt stattfindet mit den Spielkugeln. Das heißt, sie werden dann überproportional durch den Spin in eine andere Richtung gesetzt. Und so kann es manchmal passieren, dass ein scheinbar leichter Ball dann doch daneben geht. Da kann er nichts dafür. So, hier steigt jemand auf den Tisch, aber der Schiedsrichter sagt, das geht nicht. Er muss einen Fuß auf den Boden lassen. Das ist eigentlich keine neue Regel. Ich bin sehr überrascht, dass Olli das noch nicht wusste. Okay, er versucht ranzukommen. Er hat seinen Jumpkö in der Hand, aber er darf sich nicht auf den Tisch setzen. Von daher versucht das wohl doch über Bande. Ja, das freut mich sehr, denn ihm wird ja immer nachgesagt, dass er so trocken sei und dass er eher reserviert, aber ich erlebe immer mal wieder, dass er wirklich humorvoller Typ ist, was das natürlich auch zeigt. Und ich denke, man... Ich war kurz weggeschaltet. So, das hat er sehr, sehr gut gelöst. Er hat über Vorwande die 7 gespielt und hat ein Resave gespielt. Jetzt hat Django natürlich die Möglichkeit anzugreifen oder wiederum ein Save zu spielen. Ja, wir kennen die philippinischen Superspin-Bälle. Möglicherweise spielt er ihn direkt rein. Ne? Ja, er spielt ihn direkt. Ja, wäre natürlich schön, wenn wir beide neben dem Tisch sitzen könnten, ne? Ja, das stimmt, das ist schwierig zu sehen. Wir sehen das jetzt hier auf Kamera und somit können wir natürlich nicht hundertprozentig sehen, wie die Bälle laufen bzw. wie die Stellung ist. Aber er hat das natürlich super gelöst und das war wieder so ein typischer Ball von Busni, wo er die Weiße über drei Banden verlässt. Wobei Ortmann hätte den Ball einfach tief gegen die Bande gedrückt und auch die Stellung bekommen. Aber es ist einfach ein schöneres Spiel anzusehen, das Busni spielt. Das ist meine persönliche Meinung. Aber effektiver ist natürlich eigentlich das Spiel von Ortmann. Also, hast du schon eine Idee, wie es ausgeht? Willst du sie verraten? Ja, wenn mich einer fragen würde, würde ich immer Bustamante als Favoriten sehen. Wobei, ich rede da jetzt von 10 Jahren Rückwirken. Vor 10, 15 Jahren wusste ich, dass Busti eigentlich, für mich war er immer unschlagbar eigentlich. Aber wohl Ortmann natürlich auch unschlagbar ist, für mich jetzt von meiner Spielstärke aus gesehen. Aber im direkten Vergleich glaube ich, dass Busti die Nase vorn hat. Also für mich wäre es eine kleine Überraschung, wenn Ortmann gewinnen würde. Okay. Aber du gerade gesagt hast, ja, das effektivere Spiel. Wir haben einen langen Satz. Mal sehen, wie es wird. So, der Punktestand ist jetzt 3-2. Deshalb hat Bustamante angeschossen. Das ist das 6. Spiel. Olli, jetzt hängt an den Seilen. Wir haben 10 Kugeln auf dem Tisch. Es ist nichts gefallen. Dry Break sozusagen von Francesco Bustamante.
und ein relativ, das ist die 2. Mein Partner schaut, er hat einen sehr dünnen Ball auf die 1, muss quasi mit die Weiße über den ganzen Tisch manövrieren, um eine Ablage auf die 2 zu gehen. Wollen wir sehen, was er macht. Er entscheidet sich für eine Sicherheit. Hat er sehr, sehr gut ausgeführt. Herr Bernd, was macht man in der Situation? Das ist jetzt eine ziemlich gemeine Frage, aber ich bin natürlich ich spiele sehr gerne über Vorbande. Ich würde diesen Ball jetzt versuchen, über eine Vorbande noch auf das Mittelloch zu potten. Das sind immer natürlich Tagesform, also wenn ich habe sie manche Tage drauf und andere Tage bin ich froh, wenn ich den Ball treffe. Ja, er hat es auch versucht, hat ihn aber sehr dünn getroffen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Foul war oder nicht, das konnte ich nicht erkennen. Es war ein Foul. Okay, das ist natürlich dann dumm. Dann hat natürlich Ortmann das erreicht, was er wollte mit seinem Ball und hat jetzt die Möglichkeit, natürlich die Partie zu beenden, wenn er sein Spiel aufrechterhält. Ja, den Einsteiger, den fand ich persönlich fand den auch relativ schwer. Insofern gut gemacht. Jetzt hat er noch einen langen Ball und der Rest sieht ja für mich so als routinierten Zuschauer bei solchen Partien sehr standardmäßig aus. Ja, ich denke auch, dass wir jetzt dass er das aufholt. Wir haben gleich einen 3 beide. Sofern nicht irgendein Kontaktfehler da reinkommt. Also jetzt zum Beispiel muss er wieder ganz genau spielen. Falls er 6 schreibt auf Mittelloch, wird er wieder im nächsten, also die 6 danach spielen müssen und einen schweren Ball haben. Also muss er sich konzentrieren, jetzt die zu spielen, ohne die 6 zu streifen. Er greift sie mit Absicht und legt sie vor, lang. Ja, eine sehr gute Idee. Ich denke mal, die 6 ist ziemlich weit raus aus der Bande gelaufen. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir eine Kameraeinstellung haben, wo wir es sehen. Ja, auf der 5 sehen wir, die geht also gut an der 9 vorbei. Allerdings kann die Weiße ziemlich, man muss irgendwie vermeiden, hinter der 10 zu bleiben mit der Weißen. Die wird nach links abprallen und genau, und das war jetzt wieder das Problem, was ich vorher schon erkannt habe eigentlich. Das Problem war jetzt nicht die 5, sondern die 6. Man hätte das, wenn man das vorsichtig gespielt hätte, hätte man theoretisch die 6 auf Mitte spielen können, die 7 besser stellen können. Und somit hat er eigentlich den Fehler, vorprogrammierend gespielt. Ich meine, man geht davon aus, dass so ein Weltklasse-Spieler so einen Ball macht, aber es kann immer mal ein Fehler passieren. Und das ist das, was er in diesem Moment meiner Meinung nach falsch gemacht hat. Also, du denkst auch, die Partie geht an Bustamante. Wir haben dann. Gut, also. Schauen wir, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ist Olli jetzt dran mit Anstoßen. Olli hat angefangen. Das heißt, wir haben jetzt einen Stand von 4-2, wenn ich richtig sehe. Das heißt, Olli ist damit Anstoß. Das sind genau die Situationen, die, also ich sehe die immer wieder, vor allen Dingen, wenn ich selber spiele, weil ich mache das gerne. Ich spiele mal gerne rum und Kugeln vor andere Löcher vorlegen und da passiert mir das laufend. Ich freue mich dann immer, wenn großartige Spieler sowas auch machen. Meistens gelingt es ihnen ja. Ich fand die Idee ziemlich gut von ihm. Natürlich gibt es so ein gewisses Risiko, aber ich denke mal, das lag daran, dass der Winkel von der 5 einfach von der 6 wegging, oder? Ja, das stimmt. Er musste die Stellung 7 ja spielen nach 6. Die 6 war eigentlich nicht mehr so schwer, die Stellung 7. Er hatte dadurch natürlich einen schönen Winkel und konnte natürlich super auf die 7 stellen einerseits. Aber andererseits ist es immer ein schwerer Ball mit diesem Winkel. Da kann immer was passieren. In diesem Fall ja. So, jetzt haben wir hier wieder ein sehr souveränes Break gesehen. Okay, die Weiße ist ein bisschen dicht an die Bande gelaufen. Ja.
Also er ist, man kann den machen. Er ist natürlich eine Herausforderung. Ich bin mal gespannt, was er macht. Ja. Da. Wir werden sehen, ob wir hier eine Sicherheit sehen. Ich glaube, dass ein Nachläufer spielt über eine Bandeablage. Aber es ist ein schwerer Ball. Genau. Genau, das ist die. Genau die Ablage. Versucht. Hat er perfekt gelöst. Ein Tick zu langsam vielleicht. Dadurch hat er jetzt einen Ball auf Mitte und muss die Weiße über die 5 halten. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht dieses Klack-Klack kommt. Dann ist die Weiße nämlich ganz schnell weg und dann hat er die 3 nicht mehr zu spielen. Also man muss da ein bisschen vorsichtig umgehen bei dem Ball. Und vorsichtig ist gleichzeitig wieder ein Risiko auf Mitte. Das ist nicht ohne dieser Ball. Also ich möchte ihn nicht haben von ihm. Also ich möchte lieber einen anderen Ball, wenn ich mir den aussuchen kann. Ja, er nimmt die 4 sogar raus. Im Grunde genommen hat er sowas ähnliches immer wie mit der 6. Und jetzt hat er die 10 natürlich da und kann die Weiße einfach damit stoppen. Ja, also sein Spiel war super. Hat er kurz direkte Wege gewählt. War perfekt eigentlich. Er nimmt natürlich schwerere Bälle in Kauf, aber kurze Wege. So viel zu kurzen Wegen. Dann nimmt er die 3 Ball. Ja, ich glaube, das tut ihm auch gut. Er muss ein paar harte Bälle spielen, ein bisschen reinkommen, weil es gab jetzt doch 2 Flüchtigkeitsfehler, will ich die mal nennen. Die kann einem zu schaffen machen mental, aber da tut es einfach gut, wenn man einfach mal ein paar Bälle souverän reinholzt und es dann auch klappt. Wir wollen ja hier 2 Spieler sehen, die voll im Stoß sind. Und bisher sind das, ja, ich würde sagen, es waren Flüchtigkeitsfehler, die haben nicht viel zu bedeuten. Das Tempo der Weißen ist ein bisschen misslungen, dadurch hat er jetzt einen sehr schweren Ball auf die 9. Sind wir gespannt, was passiert, was er draußen macht. Er muss mit sehr viel Kraft reingehen, macht er nicht, er holt das mit Technik raus. Das sieht man selten mal, das war perfekt gespielt, also das war super. Wir liegen ständig falsch, ist hier schon aufgekommen? Sehr gut gemacht. Er hat uns mal wieder gezeigt, dass wir mit Recht hier in der Kommentatorenkabine sitzen und er der Spieler ist. Ja. Ja, diese Bälle, die so an der Bande entlang gehen, wenn man die hart reinspielt, sie bleiben oft liegen, dass sie zwischen diesen Taschenseiten hin und her klappern. Und wenn sie langsam spielt, sind sie drin, aber dann fehlt der Schwung zur nächsten Kugel, wenn sie auf der anderen Seite liegt. Und das hat er mit sehr, sehr viel Feingefühl geregelt und hat mit dem Spin hat er die Weiße rüberbekommen, ne? Extrem gefehlt. Also das war wirklich sehr, sehr viele Fehl in dem Ball. Für mich war das gar nicht so offensichtlich. Ich dachte eigentlich, der liegt sehr gerade, aber anscheinend war da noch Winkel genug drin, um so viele Fehl reinzubekommen. Toll. Super Stoß auf jeden Fall. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist für ein Laien nicht zu machen, der Ball. Der wäre verraten und verkauft bei der Situation, um eine Stellung auf die 10 zu bekommen. Das Break war nicht so perfekt. Ich glaube, die 1 ist safe. Aber ich glaube, jetzt sehen wir das erste Mal einen Jumpball von Bustamante. Weil eigentlich spielt er. Achso, die 1 liegt davor. Den braucht er nicht zu jumpen. Ich dachte, die liegt hinter dem Pult. Ach, dann spielt er eine Bande. Der wird eine Bande spielen. Denkst du, eine Bande? Ja, eine Bande hat er gespielt, aber leider die Ecke getroffen. Hat aber perfekt auf Stellung gespielt und somit hat er natürlich Ortmann einen ganz, ganz schweren Ball gelassen. Der muss jetzt mit Extremwirkung wieder in die andere Richtung vom Tisch. Das ist eine Herausforderung auf ihn. Also wie Olli einschätzt, der spielt hier ein Safe. Der wird die 1 irgendwie hinter den Kugeln dort verstecken und die Weiße zurück aufs andere Ende vom Tisch bringen. Liegen. Ah, okay. Also es sieht vielleicht doch wieder anders aus, als wir es gedacht haben. Er wollte ihn spielen. Wo ist das denn?
Ja. Ja, da hat er mal ein bisschen Glück gehabt. Aber wie gesagt, das gehört auch dazu. Glück und Pech gleichen sich ja meistens aus. Und im Verhältnis zu den beiden Malen, wo er eben schon Pech hatte, das hat ihn jedes Mal gleich das Spiel gekostet, ist das ein äußerst verdient. So, ich glaube, er legt auf zwei Banden an. Das heißt, er wird mindestens einen Reset versuchen. Er hat sie leider verfehlt. Zwar nur ganz knapp. Das sieht man oft bei den Filipinos, diese zwei Banden Resave, wo sie so die Seite von der weißen, von der zu spielenden Kugel treffen und wie durch Zauberhand kann man sie dann nicht mehr sehen. Jetzt hat er sich schon wieder so einen geraden Ball gestellt, aber ich glaube, er mag die Bälle. Ich denke, der ist nicht ganz gerade. Er hat einen Winkel nach außen, also er kommt, glaube ich, gut rüber. Zieht ihn zurück. Oh ja. Ich habe auch das Gefühl, da kommt jetzt so allmählich in Stimmung. Er hat jetzt Lust zu schießen und hat sich davon in keiner Weise beeindrucken lassen, dass er da diese zwei Kontaktfehler hatte und dann einmal ein bisschen Pech mit der Stellung. Ja, er ist auch einer der selbstbewusstesten Spieler, die ich kenne hier. Also ich habe ihn noch nie in irgendeiner Weise mit irgendwas hadern sehen. Klar, man ärgert sich mal über irgendwelche Spieler oder über Umstände und so weiter, aber er ist dann eigentlich, letztendlich ist er sehr entspannt, cool und spielt sein Ding runter. Ne? Das macht ihn eben auch zum Profi. Ja, jetzt mittlerweile sind wir so weit angekommen bei dem Spiel, dass es wieder ein Standard ist. Und da lauern immer diese kleinen Fehler. Da lauern immer diese kleinen Fehler, die passieren können. Jetzt einmal ein Tempofehler und dann ist alles im Arsch, sozusagen. Ah, hat er super gewählt, das Tempo, perfekt. Kein Problem für Ortmann, ich denke mal, das sollte er immer machen. Ja, das lief mal für Oliver. Ordnung ist anstoßen. Oh, das ist gut. Das ist so weit wie geplant gelaufen. Die 1 ist, ich denke mal, die wollte er nicht. Die zweite Kugel aus der zweiten Reihe ist ins Eckloch gegangen. Das sieht man sehr, sehr häufig beim 10-Ball-Break. Wollen wir mal sehen, was er macht. Also jetzt ist auch wieder so eine Situation, safe oder angreifen. Also Ortmann, denke ich mal, wird in der Sicherheit spielen. Ich glaube nicht, dass er jetzt einen Banker versucht und damit ins Spiel zu bleiben. Ich glaube, die Sicherheit ist schlauer in dieser Situation. Wobei bis jetzt hat er mich ja immer Lügen gestraft. Jedes Mal, wenn ich was gesagt habe, hat er genau das andere gemacht. Vielleicht hört er dich. Er hat natürlich wieder den Banker versucht. Unfassbar. Ich hätte nicht gedacht, dass er das versucht, aber ich glaube, er hört das wirklich und macht immer genau das Gegenteil. So. Ja, ich denke, er möchte einfach auch ins Spiel kommen. Er möchte hier keine Doktorarbeit verrichten, er möchte einfach ein Spiel spielen. So. Stark gemacht von Django. So. Ich würde wahrscheinlich einfach zurückziehen, die 6 in die Mitte spielen. Was ein bisschen weit gelaufen ist, oder? Ja, wobei er jetzt einfach gegen die Bande laufen lassen kann und die 5 wieder in die Ecktasche lochen könnte. Ja, natürlich ist es unangenehm immer, weil das an der Bande liegt. Oder 7, die 7 ist das, ja. Okay. Kann also jetzt die 6 lochen. Und die 7 hat er gleich vor sich liegen, also relativ einfach. Und zur 8 ist es jetzt auch nicht so schwer. Das war schlecht, den wollte er nicht. Er wollte viel weiter hinterher. Jetzt hat er eine sehr dünne 8. Jetzt bin ich gespannt. Also ich denke, er greift ihn an, spielt ihn dünn rein.
Punkt, der war weit daneben. Also der war nicht knapp, der war selbst weit daneben. Habe ich mich jetzt auch ein bisschen gewundert, muss ich ehrlich sagen. Jetzt bin ich gespannt, wie Olli darauf antwortet. Also die Bälle habe ich jetzt, habe ich oft von ihm gesehen. Er hat einen sehr, sehr sauberen, geraden Stoß. Trotz seiner ungewöhnlichen Kühlführung. Alle sehr dünn getroffen. Dadurch hat er wenig Winkel gehabt und hat sich wiederum auf die neuen einen guten Winkel gestellt. Aber ich denke mal, er wird den reinmachen. Er ist so ein routinierter Spieler. Er geht auch in die Ecke rein. Spielt nicht den direktesten Weg, sondern geht in die Ecke rein. Hat einfach ein gutes Tempo gespielt. Super Ablage auf die 10. Prima gemacht. So, jetzt geht Olli das erste Mal in Führung. Ne? Tja, meine Prognose ist im Moment nicht so gut, würde ich mal sagen. Also ich hätte, wie gesagt, immer auf Busti getippt. Wobei, ich tue das immer noch. Ich denke mal, das macht er schon. Ich bin eigentlich ein Fan von Busti, schon immer gewesen, mein ganzes Leben. Ich habe sehr oft mit ihm früher gespielt. Ich habe sehr viel trainiert mit ihm. Und ich glaube einfach, der macht das schon. So, 5-4. Zum ersten Mal von hinten, also zum ersten Mal in Führung. Bustamante stößt an. Und hat die Weiße auf den Tisch gehalten. Was ist denn deine Prognose? Was würdest du sagen? Für wen bist du? Also ich bin ganz klar für ein Hill-Hill-Match. Oha, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte eher, dass du irgendwie parteiisch bist für irgendeinen. Aber gut, das würde ich mir auch gerne angucken, auf jeden Fall. Also das wäre schon eine Herausforderung für beide Spieler, denke ich mal. Also wenn ich gut wäre im, ganz ehrlich, wenn ich gut wäre im Einschätzen von Spielern, dann, wow, dann wäre ich, glaube ich, sehr viel erfolgreicher mit BR. Ja, du bist da auch ein Spieler, der sich selber mal gerne überschätzt hat. Ich habe ja oft gesehen, wie du gespielt hast. Ich weiß, dass du ein klasse Spieler bist, aber du musst ab und zu mal... ich nehme mich da selber von nicht aus. Ich überschätze mich auch ganz oft, aber... Ja, man muss auch manchmal einen Schritt zurückgehen. Diese Eigenüberschätzung ist schnell daneben. Ich bin aber auch lernfähig. Von dir habe ich mal etwas gelernt, das hat zu Unfällen geführt. Deswegen wäre ich aber dir jetzt vorsichtig. Wie war das mit den linken Fuß entlasten beim Anstoß? Mein Gott, habe ich mir den Kopf auf den Tisch angehauen, als ich das versucht habe. Jetzt stoße ich einfach ganz, ganz leicht an. Aber wie gesagt, wir wollen ja hier nicht über uns reden. Wir haben uns halt lange nicht gesehen, da tauschen wir sowas mal aus. Okay, zurück zum Spiel. Also, was ist passiert? Weiß ist vom Tisch geflogen, das heißt ein Foul von Oliver. Das hilft Busti natürlich, noch vor der Pause im Spiel zu bleiben. So, ich denke mal, das jetzt ist die letzte Herausforderung. Er muss die Weiße sehr genau zur 5 bewegen von der 4. Auf die Ablage kommt es quasi an, der Rest wird dann der standardisiert sein. Ja, sehr schön. Also da zu sehen, wo die Wege sind, das ist für mich manchmal ein Mysterium, manchmal läuft es gut, aber ich schaue es einfach immer sehr, sehr gerne an, wenn es so ohne großen Aufwand so wie von alleine zu funktionieren scheint. Ja, das Spiel ist im Moment sehr, sehr offen. Wie gesagt, ich sehe immer noch gerne die langen Wege von Busti, wie er das spielt. Jetzt war er auch wieder so ein typischer Ball. Er hat über die Bande den Ball gezogen für die Ablage. Das wäre Ortmann wieder nicht gewesen. Ortmann hätte den Ball nur reingerollt, hätte auch die Ablage gehabt. Das ist halt dieses unterschiedliche Spiel, aber das macht die beiden Spiele halt auch aus. Die sind völlig unterschiedlich und trotzdem führt es zum selben Erfolg. Unglaublich. Oh. Hill-Hill-Match, das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Wir sind wieder weit im fünfstelligen Bereich auf dem Stream. Sensationell, unser Sport lebt. Das ist Werbung für unser Billard. Besser geht's nicht. Ein Riesenapplaus von draußen für die Zuschauer, die am Stream online bleiben. Spitzenmäßig. Ein Riesenapplaus für die Zuschauer.
Also sagen wir mal so, für den Stream wäre es ja gut, wenn das, also wenn wenigstens die Prognose unsererseits hinhauen würde. Wäre natürlich für Francesco Bustamante, für deinen Favoriten, wäre es dann tatsächlich auch ein Nachteil, ne? Denn bei einer Hill-Hill-Situation wird auf jeden Fall Oliver Ortmann anstoßen und es scheint ja wirklich ein großer Vorteil zu sein bei den beiden Spielern. Ja, wobei, also jetzt im Moment sind noch nicht so viele Anstoß aus gewesen. Es sind viele Partien immer ein Wechsel gewesen, komischerweise. Eigentlich musste man bei diesen Top-Spielern denken, Anstoß aus, aber jetzt im Moment sind viele Partien immer hin und her gegangen. Ja gut, zumindest haben sie ja mit dem Anstoß auch die erste Möglichkeit, egal was zu machen. Ist es immer nur die einzige Option, anzustoßen und auszuschießen? Oder gibt es auch so eine Art Sicherheitsanstoß, den man machen kann, wo man sagt, okay, da habe ich vielleicht eine Kugel drin und werde wahrscheinlich ein Push-Out oder ein Safe spielen, dass man gar nicht so offensiv angreift beim Anstoß? Ja, das glaube ich jetzt nicht. Also 10-Ball ist eigentlich ein aggressives Spiel, so wie 9-Ball auch. 9-Ball ist sehr aggressiv, 10-Ball ist sehr aggressiv. Beim 8-Ball kann man das machen. Ein taktisches Break beim 8-Ball ist eine super Lösung auf jeden Fall, aber ich denke, beim 10-Ball ist es nicht machbar. Man muss ja auch die Bälle dementsprechend ins Kopffeld bringen. Man muss ja auch die Bälle bewegen. Und beim Was heißt das, ins Kopffeld bringen? Soweit ich weiß, ist es ja auch ein Foul, wenn nicht mindestens 2 Bälle in den Kopfbereich laufen beim 10-Ball. Oder liege ich da jetzt falsch? Also unser Techniker, der offensichtlich noch mehr von Billard versteht als wir beide, der sagt, es ist beim 10-Ball egal. Also ich stelle die Frage vor allen Dingen für die Zuschauer, die jetzt nicht regelmäßig Billard spielen. Ich meine, weil ich dessen auch schon oft genug ermahnt wurde, aufgrund meines eher schwachen Anstoßes, dass 4 Kugeln eine Bande anlaufen müssen beim 10-Ball. Das ist die Regel. Diese Regel, dass die Kugeln ins Kopffeld laufen müssen, die gibt es jetzt beim 9-Ball in den Turnieren der Eurotour zum Beispiel und ich glaube ab der Oberliga in Hessen wird es auch so gespielt. Ist glaube ich auch regional unterschiedlich, aber da gibt es die Regel, dass 3 Punkte gemacht werden müssen im Sinne von Kugeln ins Kopffeld oder gelocht. So, also Bustamante ist hinten, das heißt im Grunde genommen ist in dem ganzen Satz noch nichts entschieden. Der beginnende Spieler ist ein Spiel vorne, das heißt im Prinzip ist noch nicht wirklich was passiert. Und bei dieser Variante, dass abwechselnd angestoßen wird, ist es immer sehr, sehr entscheidend, dass man Spiele gewinnt, die der Gegner angestoßen hat. Man kann dann quasi davon sprechen, dass man ihm ein Spiel abgenommen hat. Denn für den theoretischen Fall, dass ein perfekter Satz gespielt wird und jeder sein Spiel gewinnt, hat dann automatisch der Spieler gewonnen, der den ersten Anstoß gesehen hat. Wie, es gab da, ich glaube, was beim Mosconi Cup oder wo ist das zwischen Tony Drago und Efren Race, da gab es einen Satz, der ist tatsächlich so unentschieden ausgegangen, da wurden die ganze Anzahl der Spiele wurde zurückgespielt und am Ende hatten beide 5 Spiele gewonnen. Nacheinander. Den Satz, den kann man auf YouTube irgendwo finden. Also das kann hier nicht passieren, weil wenn einer 15 Spiele erreicht hat, dann hat er gewonnen. Und wenn es Hill Hill steht und der Olli stößt an und er gewinnt sein Spiel, dann gibt es danach kein weiteres Spiel, dann ist halt vorbei. So. Ja, Bustamante bremst die Weiße mit der 10 aus. Dafür muss man auch sehr genau wissen, wo die Weiße von der Kugel wegläuft, oder? Ja, auf jeden Fall, weil die kann in alle Richtungen gehen. Treffe ich ein bisschen rechts, ist sie rechts weg, ist sie links weg. Und es sind ja auch ein paar Taschen auf dem Tisch. Also wenn man das nicht genau macht bei diesem Stoß, den Busti gerade gemacht hat, ist die Weiße schneller weg, als man gucken kann. Also das war schon ein Hammerstoß, auch wenn das so einfach ausgesehen hat. Ja, und jetzt die Position auf die 3, ne? Da geht er sehr mutig ran, ne? Ja, das stimmt, das ist sehr mutig rangegangen. Er hat aber perfektes Glück gehabt, muss ich dazu sagen. Also ich denke, man hat es nicht ganz so geplant. Aber war ein ganz toller Stoß und wollen mal gucken, was er daraus macht. Aber kann er die 3 lang spielen? Ich befürchte nicht. Ich denke mal, die rollt er in die Mitte. Kamera 3 sieht so aus, als könnte er sie langsam. Ah, ne, er spielt den Safe, Ja, Safe war perfekt. Also, das war natürlich für uns Spieler, ich sag mal für mich, ich bin wieder so ein Angriffsspieler, ich hätte sie auf Mitte versucht und wäre wahrscheinlich damit, ich hätte das Spiel an Ortmann abgegeben. Ja, Oliver schaut jetzt
wie weit er noch die Bande treffen kann, um zu sehen, ob er noch einen Winkel hat, über die Seitenbande an die 3 zu kommen. Aber scheint sich für was anderes entschieden zu haben. Ja. Er versucht durch die Ecke über 2 Banden zur 3 zu kommen und er sagt sie auch ins Loch an. Ja, also das ist eigentlich ein Ball, wenn man ihn einigermaßen trifft, dann hat man eine Chance. Sie kann direkt reingehen, sie kann über auf Bande noch reinfallen, sie könnte über die 10 fallen. Also schauen wir mal. Er hat sie getroffen, aber kein Glück gehabt. Ja, und besonders an diesen, dass er sie zweimal mit der Weißen trifft. Ansonsten wäre sie vielleicht auch noch in Versteck gelaufen. Muss Django natürlich jetzt enorm viel Qualität im Stoß haben, um zurückzukommen. Denn die 4, die wird er ja wahrscheinlich auf Mittelloch stellen. Die Weiße zurückzieht. Und das hörte sich ein bisschen komisch an. Können wir ihn in der Pause mal fragen, was passiert ist. Glücklich gelaufen für Olli, dass er jetzt drinnen bleibt. Ja, ein sehr einfacher Stoß eigentlich. Man muss nur lochen, ein bisschen laufen lassen. Perfekt. Hat er auch gemacht. Jetzt hat er die nächste Stellung. Die nächste Stellung ergibt sich von alleine. Und ja, und dann fängt das wieder an mit dieser Pflichtkür. Was wir immer Pflicht nennen, ist natürlich eine bestimmte Standardsituation eigentlich als Spieler. Aber die Standardspiele sind gerade die Spiele, die man verliert, weil man einfach leichtsinnig wird in seinem Spiel und einfach zu locker rangeht und schon die Stellung verpatzt. Würdest du das als verpatzte Stellung ansehen? Ja, würde ich sagen. Also das ist schon wieder zu viel. Jetzt muss er schon wieder extrem in den Ball gehen. Natürlich ist es eigentlich noch ein Ball, den die meisten Spieler sicher machen. Aber er musste schon wieder arbeiten. Das heißt, normaler Stoß wäre die Weiße mitgefallen. Ich verstehe, was du sagst. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass er einfach... Er spielt zügig. Er hat eben auch gerade eine Bande mitgenommen für die Ablage, die nicht hätte sein müssen. Gerade weil er eben auch sehr direkte Wege geht. Ich denke mal, er lässt auch gerne laufen, um jetzt wirklich in Stoß zu kommen und offensiv zu spielen. Und er musste ja die 8 auch letztendlich ohne irgendwelchen großartigen Einfluss auf die Weiße zu nehmen reinspielen, hat er automatisch den perfekten Winkel auf die 9. Also ich glaube, der Olli, der ist im Stoß und weiß genau, was er macht. Und vor allen Dingen, weil er sich von hinten schon vorgearbeitet hat, jetzt überholt hat, glaube ich, dass er sich sehr, sehr sicher fühlt. Was denkst du? Ja, das hat man gesehen an dem Spiel. Es war also für mich eine Stellung, die nicht so perfekt war, aber er war sich so sicher in seinem Spiel und er sagt sich einfach, ich mache die Stellung und die war ja machbar und er hat es gezeigt, dass es machbar ist. Er hat es perfekt gelöst und daran sieht man auch, dass er sehr, sehr sicher ist in seinem Spiel und einfach, ja, er denkt auch nicht an den Gegner, weil viele Spieler denken an einen Gegner und denken, oh, jetzt habe ich einen schweren Ball und wenn mein Gegner, ich darf ihn nicht an den Tisch lassen. Aber ich glaube, diese Gedanken hat Ortmann überhaupt nicht, sondern er ist sich seinem Spiel bewusst und er weiß, was er kann. Ja, und jetzt versuche ich hier gerade zu erkennen, ob die 1 da durchgeht. Also es sieht hier auf unserer Kamera 5, sieht es so aus, als würde sie gehen. Das wird bedeuten, also er muss die 1 da in die Ecke kriegen und die Weiße wahrscheinlich auf der linken Seite einfach liegen lassen vom Tisch. Genau. Das ist ja auf der linken Seite, da kommt sie ganz natürlich hin, da braucht nicht viel tun. Und kann sie jetzt überlegen, wie er den Rest vom Tisch ausschießt. So. Er schaut sich schon die 5 an, das heißt, er scheint schon genau zu wissen, wo er die 4 reinspielen will. Was denkst du, wo platziert er die Weißen? Ja, ich denke mal, er versucht jetzt ungefähr auf die Position zurückzukommen, wo er jetzt ist. Also er muss jetzt einen extremen Zugball spielen. Er muss aufpassen, dass er die Bande nicht so doll trifft. Macht er natürlich wieder nicht. Also jedes Mal, wenn ich was sage, macht das nicht. Er wählt den langen Weg und somit hat er natürlich, ich sag mal, eine natürliche Ablage bekommen. Aber ja, da muss man muss sehr selbstbewusst sein bei diesem Spiel. Also er ist wirklich so überzeugt von seinem Spiel. Perfekt. Ja, mich beeindruckt gerade das. Denn also er legt sich wirklich ohne viel Aufwand einen Ball, den viele ja, als schwer erachten, hin. Kann den allerdings jetzt reinspielen und bekommt ganz natürlicherweise eben die einzig mögliche Ablage auf die 5. Und wenn ich mir das so anschaue, brauche ich jetzt auch einfach nur die Weiße laufen lassen und kriege eine ganz natürlicherweise die Ablage auf die 6. Jawohl.
Und schon ist er wieder in der, wie du sagst, Standardsituation. Die Kühe sozusagen, ne? Ja, jetzt ist wieder die Kühe da. Und wie gesagt, jetzt muss man halt aufpassen, dass man nicht aus dem Spiel kommt mit irgendwas Dummem. Aber er ist sich so bewusst seiner Stärke. Er weiß genau, was er da macht. Und ich glaube, er lässt sich das nicht nehmen. Das Spiel nimmt er mit. Also da bin ich fast von überzeugt. Ja, ich denke mal, er geht in die Ecke und dann über vier Banden zur 9 beziehungsweise 3. Das kriegt er hin, ja, denke ich auch. So, und dann, wenn er die beiden Kugeln reinmacht, dann haben wir eine 8-5 Führung. Das würde bedeuten, dass wir dann eine kleine Pause einlegen. Ja, das hat er gemacht. Ja. Jetzt machen wir ein Timeout von 5 Minuten. In 5 Minuten geht es weiter. Zuschauerzahlen draußen explodieren. Man merkt, die Legenden machen erst. Es geht ja auch ein bisschen was um Prestige, es geht um Ruf. Und vor allen Dingen ist es wichtig für die Zukunft, dass man sich immer zeigt, vor allem der Öffentlichkeit zeigt. Es kommt immer der ein oder andere Sponsor auf die Idee und sagt, Mensch, die sind ja wirklich so stark, wie man vorher gesagt hat. Also ich kann nur einen Tipp geben, bleibt auf das Team, es wird ja richtig spannend. Jede Wette, dass Django nochmal zurückkommt. Der wird sich hier nicht mit 8-5 zu schlagen, den Schlag geben. Der wird garantiert doch mal alles geben, um hier das Match eng zu gestalten. Und natürlich jetzt mal die Gunst der Stunde nutzen. Die Sponsoren machen es möglich. Nur so ist es möglich, einen Livestream zu produzieren. Ansonsten in Amerika ist es üblich, dass man einen Trailstream produziert. Da müsste man dann 10 bis 20 Dollar zahlen. Und das ist die Einschaltquote automatisch dann auch geringer. Also wir machen es möglich, desto mehr Klicks draußen sind, desto höher der Livestream ist, desto mehr sind die Sponsoren motiviert, da zu investieren. Also ich gebe euch einen Tipp. Versucht immer schön zu teilen, den Streams weiter zu teilen und ihr selber auch immer kurz mal aufklicken. Jeder Klick bringt wirklich eine ganze Menge. Wir bedanken uns nochmal bei den Sponsoren, die sind auch online, den Nellie Billion, bei Relight, bei der German Tour, bei der Touch und so weiter. Bitte nochmal einen Applaus für die großen Sponsoren. Dankeschön. Ja, und falls es euch aufgefallen ist, beide Spieler werden ja von mir auch gesponsert von Dynamic. Beide Spieler haben heute beziehungsweise am Ende der Woche ein neues Tool bekommen. Die spielen beide mit dem neuen Tool. Tolle Sache, tolle Geschichte. Also, was sagt uns das? Es ist nicht immer das Material entscheidend. Wenn die Weltklasse sich daran schnell anpassen können, dann können wir es auch. Also jedes Mal, alle zwei Jahre ich neue Tools für die Protagonisten hier. Es lohnt sich wirklich auch mal zu fragen, ob man eventuell das alte Tool ersteigern kann oder nicht. Ne? Das ist ja.
So, die beiden oder Kulissen sind wieder da. Es geht jetzt direkt weiter. Ich habe gerade von der Regie von uns, von Henning von Wieland gehört, wir haben soeben die 20.000 Marke durchstoßen am Livestream. 20.000 für das Battle of Legends. Wahnsinn. Vor Jahren hatten wir, vor zwei, drei Jahren vielleicht mal gerade 800 bis 1000. Sind jetzt bei diesem Match hier bei 20.000. So, da sind wir wieder zurück. Und wir hatten in der Pause kurz Zeit, uns mal anzuschauen, was im Stream so los ist. Also wir sind total begeistert. Wir haben, was ich gehört habe, 20.000. Über 20.000
Zuschauer haben wir online. Und das ist eine fantastische Zahl. Und bei der Gelegenheit wollte ich auch mal die ganzen Zuschauer aus den Staaten begrüßen. Hi to everyone from the States. Very happy to see you on the stream. This is getting really, really big in Germany. And yeah, I hope we can have a lot of streams that you guys are willing to watch. So maybe in the future, even in Europe, pool is getting bigger and bigger. So we can, well, kind of compete with you in the streams and in billiard business. So, jetzt geht's wieder normal weiter. Ich wollte nochmal Hallo sagen. Es ist schon aus, ja, wir haben ein ganzes Spiel verpasst. Das heißt, Django holt auf. Der Punktestand ist jetzt 8:6. Wir haben 280 Zuschauer von den Philipp beim Einwechsel zur Zeit leiten. Und ich schalte euch. Soll ich wohl täuschen, deine Anhänger nicht? 280 von den Philipp beim Einwechsel. Ich weiß nicht, ob Sie es hören konnten, ob es durch den Stream ging. Also der Moderator, der Tommy, der hat gerade angesagt, 280 Zuschauern von den Philippinen sind uns zugeschaltet. Also es geht hier wirklich einmal um den Globus. Ja, ich bin auch wieder zurück und ich durfte jetzt in der Halbzeit kurz mal Busti Hallo sagen. Ich bin ja, wie gesagt, nicht nur hier heute zu moderieren, sondern ich bin eigentlich ein Riesenfan von Busti und freut mich wirklich, dass er heute hier ist und einfach uns mal wieder ein tolles Spiel zeigt. Und natürlich Ortmann auch. Ortmann ist natürlich in Deutschland eine absolute Ikone. Und es gibt, glaube ich, keinen Spieler, der sich freiwillig mit Ortmann an den Tisch stellt und würde mit ihm spielen, wenn es um was geht. So, Ortmann hat gebreakt. Die 1 ist so ohne weiteres nicht lochbar, das heißt, wir werden mal gucken, wahrscheinlich sehen wir hier ein Safe-Spiel von ihm. Ich sage einfach, er spielt lang runter und wahrscheinlich wird er jetzt das wieder nicht machen. Sehen Sie, also es ist immer das Gleiche, also wenn ich das tippe, was er in Ordnung macht, er macht das einfach nicht. Also ich muss nachher mit ihm sprechen, das geht nicht mehr so weiter. Ja, er hat... Ich denke mal, die Weiße ist ein bisschen weit aus der Bande rausgelaufen. Die sollte vielleicht hinter der 8 bleiben oder vor der 2, je nachdem. Jedenfalls hat der Django einen Einsteiger hinterlassen, der nicht sehr leicht ist, aber ich denke mal machbar für ihn. Ja, wie gewohnt, sehr souverän gemacht. Ich glaube, jetzt werden wir die entscheidende Ablage sehen, von der 2 auf die 4. Die 3 war schon beim Anschluss weg. Ja, der direkteste Weg ist die Weiße neben das Mittelloch, genau, wo sein Kö gelegt hat. Von da kommt er auf jeden Fall an die 4 ran. Er lässt ihn pendeln, okay. Das Pendeln ist einfach eine sichere Art, den Ball zu lochen. Wenn man den Ball mit weniger Tempo spielt, hat man zwar eine sichere Ablage im ersten Moment, aber der Ball klappert schneller und deswegen spielt man ihn eigentlich mit Übertempo, so wie Busti das gemacht hat. Machen aber nur die Profis, die Laie wird es nicht so erkennen und würde versuchen, den Ball reinzurollen. Man hat aber leider schnell mal einen Kontaktfehler oder die Weiße, die trudelt ein bisschen und dadurch wird der Ball, den man spielt, ein wenig versetzt. Und ja, das ist einfach nicht so genau. Und man merkt, Busti ist unter Druck und er muss besser spielen, um das Spiel zu gewinnen. Okay, jetzt hast du es aber verraten. Das heißt, angenommen, die Hälfte aller Zuschauer, also 10.000 Laien sind im Stream, dann hast du denen jetzt allen einen Gefallen getan und denen gesagt, okay, haut mal ordentlich in die Tasten. So. Ja, das ist wieder die Kür, von der du gesprochen hast, ne? Ja, obwohl dieser Ball nicht zu unterschätzen ist jetzt. Der muss dann einmal etwas Tempo rausnehmen, hat er super geregelt. Ja, jetzt, also wenn er jetzt einen Fehler macht, dann würde ich es einfach nicht glauben wollen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er einen Fehler macht. Macht er auch nicht. Perfekt gespielt. Was meinst du mit Tempo rausnehmen? Ja, bei diesem Ball, den man lang hoch spielt, wenn man den einfach nur reinschießt, dann ist die Weiße eigentlich relativ schnell, kommt aus der Bande sehr weit raus und er hat eigentlich einen sehr großen Winkel zur 9. Und um das zu vermeiden, muss man den Ball einfach stoppen. Man muss ihn etwas unterhalb spielen, um das Tempo ein wenig zu reduzieren.
und dann kommt der Ball aus der Bande nicht so raus und er zieht sich ein bisschen an der Bande, als wenn er aus der Bande, ich sag mal, so explodiert. Und das ist einem etwas, das muss man wissen. Das ist aber so ein, ja, ich sag mal so, mit einem Gewehr. Man kann mit jedem Gewehr schießen, aber mit einem einem Supergewehr, wenn das perfekt ist, kann man noch besser schießen und man kann es perfekter machen. Und das ist einfach beim Billard auch. Jeder kann Bälle schießen, aber um sie perfekt zu machen, muss man Technik haben und man braucht einen, ja, wie soll ich sagen, ein Wissen halt auch, ne? Ein super Wissen. Ja, ich glaube, über Djangos Technik wurde schon viel gesprochen, oder? Ja, also er hat die beste Technik der Welt, sagt man. Es gibt noch einen, der ihm wohl das Wasser reichen kann, laut seiner eigenen Aussage, das ist Evan Race. Ich habe mal früher mit Busti mich unterhalten, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch und da sagte ich zu Busti, sag mal, bist du eigentlich besser als Evan Race? Und da sagte er, also es ist eigentlich so, sagt er, wenn ich gut drauf bin und schieße 10 Partien an aus, Evan Race macht 11. Er sagt, ich kann machen, was ich will, Evan Race ist immer eine Spur besser als ich. Er sagt, natürlich im Turnier kann ich ihn schlagen, er kann mich schlagen, das ist nicht dasselbe, sondern es ist so dieses kleine bisschen, ist er einfach besser. Auf ganz, ganz lange Welle, sage ich mal so. Und das hat Busti mal gesagt zu mir. Also ja, und heute geht es darum, besser zu sein als Oliver Ortmann. Also bisher finde ich, erlebe hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide waren schon vorne, jetzt ist Ortmann vorne. Wir haben noch eine recht lange Distanz. Die Hälfte ist für Ortmann geschafft. Oh, das finde ich auch interessant, was er macht. Er spielt den Ball von oben. Ja. Nein, er hat die 1 gepottet. Ein Foul angesagt worden? Hat er sie doch getan. Ja. Ja. Ja, wir wünschen uns natürlich eine Kommentatorenkabine direkt am Tisch, aber man sieht da doch noch besser als auf den Bildschirmen. Von daher seht es uns nach, aber wir sehen alles einfach in sehr, sehr klein. So wie ihr im Stream, so sehen wir im Prinzip auch alles, nur nicht ganz so scharf. Von daher seht es uns nach, dass wir manchmal ein bisschen hinterherhängen. Wir versuchen alles so schnell wie möglich zu interpretieren, aber gelingt uns nicht immer. Wenn wir zu dicht am Tisch wären, dann würden wir eher stören beim Spiel, als dass wir es unterstützen. Ja, es war eigentlich sehr, sehr schade gerade von Ortmann. Er hat einen wunderschönen Ball gespielt, mit sehr viel Spin. Er musste da extrem in den Ball gehen. Wunderschön getroffen. Leider hat er vorher mit der Weißen die Kugel, die direkt bei der Weißen lag, schon gestriffen, dass man eigentlich gar nicht so gesehen hat. Oh, jetzt muss ich auch noch wieder sagen, jetzt hat er gerade Busti einen Wahnsinnsball gespielt, über Vorbande, auf die andere Kugel in die Tasche, mit perfekten Ablage, das war auch schon wieder ein Wahnsinnsball. Also das war so ein Spieler, so ein Ball für einen Spieler, für einen Standardspieler würde es niemals machen. Ja, und wahrscheinlich hat er sich so sehr über den Ball gefreut, dass ihm der so gut gelungen ist, dass er beim Abdrücken immer noch bei dem Ball davor war, oder? Also mir passiert das zwar immer, also fast immer, aber ich bin wirklich überrascht, dass es dem Django hier gerade passiert ist. Also er ist halt doch auch irgendwo noch ein Pfundskerl, er ist auch irgendwo ein Mensch geblieben, ne? Ja, das ist das Schöne bei der ganzen Sache. Es sind zwar Hochleistungssportler, sag ich mal, beide, und sind eigentlich Perfektionisten in dem, was sie machen. Es ist Fehler und jeder macht Fehler und das ist eigentlich auch das Schöne. Ihr könnt mal einen Fehler machen, ihr müsst nicht perfekt sein. Wieder umzuschalten. Ja, genau. Du hast eine Prognose. Ja, meine Prognose ist eigentlich, ich glaube einfach und ich hoffe einfach, Herr Busti will das spannend machen. Das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an. Ich glaube das nicht. Das wird er nicht spannend machen. Das kann er nicht. Gegen so einen Weltklasse-Spieler kann das nicht spannend machen. Aber ich hoffe es einfach für mich. Also das ist nur eine Aussage von mir selber. Ich will ja ein spannendes Spiel sehen und ich möchte gerne, dass das ein ganz knappes Spiel wird. Aber ich möchte trotzdem Busti gerne vorne sehen. Also, naja, schauen wir mal, wie es ausgeht. So. Ja, der Ball, also der ist eine, finde ich, eine richtige Herausforderung.
Sieht aus, als würde ihn als Zugball spielen. Und über in die Ecke reinziehen und ja, okay. Ist ein bisschen langsam geworden, die Weiße, aber er kann sie auf jeden Fall sehen. Ich glaube, er schaut sich die Kombination an. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Kombination auf die 10, ob die das Spiel gewinnt. Oder ob die 10 dann wieder gespottet wird. So viel ich weiß, sind die Regeln heutzutage also so geändert worden, dass sie gespottet wird. Ja. Kommt wieder raus, zählt als versenkter Ball. Das heißt, er müsste in dem Fall dann auf die 3 weiterspielen. Das heißt, er muss die Ablage auf die Kugel spielen, die er quasi jetzt als erste trifft. Ja, das ist natürlich ein guter Ball, wenn er den macht, weil er den nicht so kontrollieren kann. Hat er aber nicht gemacht. Wir waren wieder falsch, ne? Wir lagen natürlich wieder falsch. Also ich bin ja, wie gesagt, das, was ich gerne möchte, was Ortmann nicht macht. Ich meinte, gut, er darf ja selber entscheiden, aber ich glaube, er trifft die schlauere Entscheidung als ich. Ja, aber jetzt hat er verschossen und Busti hat die nächste Chance, sich ranzupirschen. Ich hoffe, dass er eine gute Sicherheit spielt diesmal und sich damit ins Spiel bringt. Ja, Django antwortet mit einem Safety-Spiel. Ja, wir haben ihn missverstanden, weil er darüber geschaut hat. Er hat sich den Weg für die Weiße angeschaut, nicht den Weg für die 10. Guck mal, wir denken, wir kennen die Jungs schon so lange und wir wissen immer noch nicht, worauf sie gehen. Ne? Aber da haben wir ja jetzt eine gute Chance, sie mal wirklich gut kennenzulernen. Ja, da den Weg zu finden, ist natürlich eine Herausforderung. Ne? Ja. Also ich denke mal, er hat das Loch angesagt, ne? Durch die Köbelbewegung, das Eckloch. Ja, er trifft sie. Die Technik möchte einsteigen in die Moderation, ins Kommentar. Also er ist nicht zufrieden. Er wollte die Kugel ein bisschen vor sich hinschieben und nicht so, dass die Weiße nach unten läuft. Jetzt hat er einen langen Ball. Und der ist. Oder er spielt auf Mitte. Ich glaube, er spielt auf Mitte. Ja, er versucht es auf Mitte. Aber er verschießt. Na, das sieht man ja nicht oft bei ihm, aber er hat verschossen. Ja, nur was liegen bleibt, ist auch nicht gerade einfach. Ich denke mal, das Mittelloch ist blockiert durch die 5. Das heißt, er muss sich einen anderen Weg suchen. Oder kann er es sehen? Wir schauen mal in andere Kameras rein. Er kann es sehen. Ja, vielen Dank an Snick125. Freuen uns, wenn wir gelobt werden. Ist für uns beide das allererste Mal. Ich habe noch nie ein 10-Beispiel kommentiert. Im Grunde genommen bin ich hier ins kalte Wasser nicht mal gesprungen, sondern geworfen worden. Vielen Dank dafür. Eigentlich bin ich zum Spielen hergekommen, aber sie haben mich sogar ausgetrickst. Sie haben mir gesagt, alle Tische sind gesperrt. Ich kann also nichts anderes machen, außer kommentieren. Und jetzt sehe ich, was da hinten gespielt wird. Also da müssen wir nochmal reden. Ja, mir geht es ähnlich. Ich bin auch hier reingekommen. Eigentlich wollte ich zugucken beim Spiel und hatte gedacht, mal sehen, wenn er noch ein bisschen Geld über hat. Ich denke mal, dann kann ich nachher auffordern zum Spielen. Aber ich werde nachher mit Busti auf jeden Fall nochmal ein Gespräch führen, aber ich denke mal, spielen werde ich mit ihm nicht. Du kannst mit mir spielen. Oh, das ist eine Herausforderung. Das überlege ich mir nochmal. Wir haben nämlich gestern einen Workshop gehabt, also ich habe von Bustamante persönlich ein paar neue Bälle gelernt und die würde ich gerne an dir ausprobieren. Also allerdings, das ist so ein komisches Spiel, das nennt sich Ein Pocket. Ein Pocket, hat er gesagt. Was machen wir denn mit den anderen Taschen? Ja, die machen wir zu. So, zurück zum Spiel. Wir haben den Punktestand 10-7. Django ist jetzt 3 Spiele hinten, hat aber den Anschluss, wenn er
Wenn er das verteidigen kann, dann hat sich quasi die Situation noch nicht wirklich geändert. Er muss jetzt allerdings dranbleiben. Er darf jetzt kein Spiel mehr aufgeben. Hat hier eine relativ dünne 1. Wobei, also ich kenne die Bälle von ihm und er hat eine relativ gute Chance, auf die 2 zu stellen. Also wird wahrscheinlich einfach gerade rauslaufen aus der Bande. An die 6, genau. Oh, jetzt hat er sich gesaved. Schauen wir, was er macht. Er kann die 2 noch an der Seite sehen. Sehr, sehr dünn. Werden wir schauen, was er anzubieten hat. Ja, also das sieht schon bald nach Safe aus. Er muss hinter die anderen Kugeln kommen. Also, ich denke, er ist ein angriffslustiger Spieler und er hat die Möglichkeit, die Weiße auf die 5 laufen zu lassen, an der 6 die 2 zu stoppen und die 5 über die 9 hat die 5, denke ich, eine noch größere Chance, auch wirklich ins Loch zu gehen. Und wie ich seine Technik kenne, kann er die Weiße auch bremsen. Ja, macht er nicht. Gut, ich liege genauso verkehrt. Er versteckt sie in der 5. Also das ist grandios, wirklich. Also die Weiße da reinzukriegen, das ist schon wirklich beeindruckend. Ja, genau, das habe ich gesagt. Ich denke, er spielt Sicherheit. Deswegen habe ich das Mikrofon schnell weggezogen, damit du nicht plötzlich recht hast. Ein bisschen Konstanz wollen wir ja hier erreichen, oder nicht? Ja, also ich muss ja ehrlich sagen, also Busti hat bis jetzt immer das gemacht, was ich wollte, beziehungsweise das, was ich gedacht habe. Ortmann tut es nicht. Ja, also wie gesagt, ich werde nachher ein Gespräch mit beiden führen müssen, weil... Aber ich lerne dich immer besser kennen. Jetzt weiß ich auch, warum Django dein Favorit ist. Du magst einfach Menschen, die auf dich hören, magst du lieber als Menschen, die gegen dich angehen. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht hast du ja so ein bisschen recht. Du bist selbstständig, richtig? Ah, siehste. Unternehmer, ja, die sind so. Die sind so. Das habe ich schon von gehört. Ja, das stimmt. In meinem Leben bin ich selbstständig schon immer. Und ja, ich brauche das, dass die Leute auf mich hören und nicht umgedreht. Aber ich weiß, dass das Leben oft anders ist. Man muss eben auch auf Leute hören. So, er wird gerade belohnt für einen super Safe, den er gespielt hat. Ja, und mir gefällt sein Stoßtempo dabei. Das sieht für mich sehr konzentriert aus. Also er weiß, jetzt darf jetzt einfach mal nichts mehr passieren und er darf auch nichts mehr riskieren. Also nichts Unnötiges mehr. Er ist ziemlich gut im richtige Risiken eingehen. Also die richtigen Risiken einzugehen, wollte ich sagen. Ja. Und ich finde, das erkennt man daran, dass das Tempo der Weißen jetzt einfach stimmt. Also gut, auf die 7 zu stellen. Die 7 über die 10 ins Mittelloch ist die Ansage von meinem Partner hier. Wir werden sehen. Er wird eine Bande spielen. Genau. Aber das finde ich natürlich sehr beeindruckend. Also er ist sehr sicher über die kurzen Banden. Unglaublich. Das wollen wir alle gerne erreichen. Aber das hat mir Busti auch früher mal erklärt, wo ich mit ihm trainiert habe. Er hat mir immer gesagt, ein Einbänder, den man sich selber stellt, ist immer leichter als ein Einbänder, den man bekommt, wenn man an den Tisch kommt. Wenn man noch keinen Stoß gemacht hat und man muss einen Einbänder bringen, ist er immer schwerer, als wenn man sie selber diese Position praktisch bringt und damit diesen Einbänder spielen muss, weil man ihn im Kopf eigentlich schon akzeptiert. Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Also nutzt die Gunst der Stunde, unmittelbar nach dem Match vielleicht den Django noch mal nach dem Auto abzufragen. Jetzt ist die Chance, wir werden die wahrscheinlich mehrere Monate nicht mehr hier sehen oder vielleicht sogar, wenn du überall lernen kannst. Ja, ich werde jetzt gerade mal für unsere amerikanischen Zuschauer die Ansage von unserem Moderator übersetzen. So, to everybody in the States, Thomas just made a call. He said Django is taking a flight to the States, so he will be in New York tomorrow morning at about 6 o'clock. So, if you'd like to get some autographs...
Ja, die Weiß ist vom Tisch gegangen im Anstoß, wurde dann noch ein bisschen nachgeholfen von der Kugel. Das ist natürlich jetzt eine super Chance für Django, zurückzukommen ins Spiel. Das heißt, er kann sich jetzt ein Spiel, was Oliver angestoßen hat, versuchen zurückzuschnappen. Und hat danach, behält er die Kontrolle, wenn er danach seinen eigenen Anstoß hat. Das heißt, wenn er jetzt alles richtig macht, haben wir wieder eine Hill-Hill-Situation. 10 beide. Und wir nähern uns auch so allmählich den letzten 30% im Endspurt. Spannendes Match, finde ich. Ja, also jetzt ist das natürlich eine super Situation, also für Busti, wie gesagt, ich hoffe das natürlich auch, dass Busti das jetzt nutzen kann und somit ein richtig schön spannendes Spiel daraus macht, weil es ist natürlich für alle besser, wenn es knapp ist, als wenn einer wegläuft. Die Spannung geht ein bisschen raus, aber ich glaube, das Spiel ist so auch spannend genug, weil die beiden sind einfach Ikonen und sowas zu sehen, ist für jeden Billardspieler immer ein Genuss. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Spannung in einem Spiel. Ne? Also die Spannung, die ich in meinen Spielen habe, ist, wenn ich mich permanent verstelle. Dann bin ich immer sehr gespannt, sehr gespannt, wann sich das, in welche Richtung sich das dann auflöst. Ja, also das ist bei mir, es ist etwas anders. Ich verstelle mich nicht so oft, ich verschieße auch nicht ganz so oft Bälle, wenn ich gut drauf bin. Problem ist meine Nervosität. Ich habe ab und zu mal mit mir selber zu kämpfen. Früher zumindest war das extrem. Heute ist es fast gar nicht mehr da, Gott sei Dank. Es sei denn, ich spiele gegen solche Leute, wie jetzt an dem Tisch sind. Da würde wahrscheinlich jeder Ball ins Loch gezittert und nicht reingespielt. Aber normalerweise bin ich sehr routiniert geworden und ruhig geworden. Und bei mir ist die Spannung halt auf anderen Ebenen als bei meinem Moderatorfreund hier. Kommentator. Entschuldigung. Sag das bloß nicht laut, sonst müssen wir auch noch da vorne vor der Kamera stehen. So, jetzt musst du seinen Break durchziehen und wenn das klappt und er auch die 1 kontrolliert, die Weiße kontrolliert, dann hat er die Chance auf 10 beide. Das wäre natürlich perfekt für die Spannung des gesamten Spieles. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt auf den Anschluss, ob er die gleiche Power an den Tag legt wie zu Beginn des Spiels oder ob er jetzt ein bisschen nach hinten fährt. Nein, er geht voll rauf. Ne? Er geht voll rauf, geht das Risiko ein. Ja, die Kugeln haben da mit der Weißen auch ein bisschen Ping-Pong gespielt, deswegen ist er jetzt wieder auf der anderen Seite vom Tisch gelandet. Er kann die 1 sehen. So. Die Kugel daneben ist genau die 2. Das siehst du hier auf. Ne. Also ich denke mal, der Punkt an der 1, nee, er kann sie nicht lochen, da ist die 2 im Weg. Er muss also ein Safe spielen. Wow. Wow. Toll gemacht. Okay. Die Ablage hat er so in Kauf genommen, wie sie passiert ist. Er hat sich voll darauf konzentriert, die Kugel zu potten. Wollen wir sehen? Ich denke, er wird jetzt riskiert er noch einen Banker. Also wenn er so ins Spiel reinkommt, dann macht er den nochmal. Ich hoffe, er passt. Ah, er hat es nicht geschafft. So, jetzt hat Ortmann natürlich die Chance, sein Spiel zu verteidigen und den Abstand wieder herzustellen. Ich bin mal gespannt, weil ein leichter Einstieg ist es nicht. Also eine Kombi über den ganzen Tisch auf die 7 im gegenüberliegenden Eckloch, das würden, ja, ich weiß nicht, ob man das versucht, aber er spielt direkt. Das ist ein, wie sagt man, Off-Engel, finde ich persönlich wirklich am schwersten zu sehen. Was meinst du? Ja, das ist ein Monsterball, hat er super gespielt. Wahnsinn. Jetzt muss er noch einmal die Stellung auf die 6 bekommen. Und ja, dann geht das wieder in den Standard über irgendwann. Wollen wir mal schauen. Warum ist das so mit diesen Off-Angle-Bällen? Warum sind die schwerer zu erkennen? Warum kann ich da schwerer erkennen, in welche Richtung ich oder wo ich die Kugel treffen muss, als bei denen, die von der Mitte nach außen gehen, in das Loch? Ja, ich denke mal, man hat die Tasche nicht vor Augen. Also man kann die Tasche so nicht sehen. Man konzentriert sich auf den Ball, sieht aber die Tasche nicht direkt vor sich. Und somit muss man einfach die Tasche einfach einschätzen, wo sie ist. Und dadurch sind die Bälle, glaube ich, schwerer zu spielen als die normalen Bälle. Quasi aus der Erinnerung. Ja, das ist
Also es ist wirklich, für mich ist ein Mysterium, weil irgendwie manchmal sind es die gleichen Winkel, nur in die andere Richtung und schon sieht es alles viel, viel schwerer aus. Und so, es ist Django nicht gelungen, das Spiel zurückzugewinnen. Wir haben jetzt beide quasi ein Break abgegeben, das heißt, am Ergebnis ändert sich nichts. Wir haben immer noch 2 Spiele Abstand, was Olli derzeit noch in der Favoritenposition lässt. Schauen wir mal, was passiert. Olli ist dran, er hat den Anstoß. Er kann den Abstand vergrößern, sagt mein Kollege gerade, ja. Und er muss natürlich jetzt auch dranbleiben, weil er wird jetzt versuchen, den Sack zuzumachen, oder? Ja, den Sack zuzumachen ist noch ein bisschen früh. Also bei 11 ist noch alles drin. Das sind 4 Spiele. 4 Spiele können verdammt lang sein. Also man glaubt immer manchmal sogar, wenn man ein Spiel noch braucht, man hat gewonnen. Aber das ist das eine Spiel, was man braucht. Und das bricht dann auf das Genick. Ich habe auch in meiner Laufzeit schon öfters mal hochgeführt. Und ja, dann habe ich gedacht, ach, lass das egal. Ein Spiel gebe ich ab. Und aus dem einen wurde noch eins und noch eins und noch eins. Und wenn einmal stehst du da und es ist unentschieden und du kommst am Tisch und bringst keinen Ball mehr rein und verlierst die Partie noch. Also das ist, ist das der Unterschied zu Profis, dass man einfach das erste Spiel nicht so ernst nimmt wie das letzte? Ich glaube, die Profis müssen alle Spiele ernst nehmen. Die verdienen ihr Geld damit natürlich. Und wenn die etwas locker rangehen und sagen, ach, ist mir egal, das wäre ein Riesenfehler. Also die müssen eigentlich immer alles geben. Und das ist der Unterschied zwischen Profi und Laien. Sieht aus, als wäre er gut reingekommen. Ne? Also kann die Weiße unten spielen, einfach nur halten und hat automatisch eine Ablage auf die 3. Ich denke mal, wie wir ihn eingeschätzt haben am Anfang, geht er den kürzesten Weg. Ja, der war sehr kurz. Auch hier die 3 reinspielen. Ganz natürlicherweise kommt er auf die andere Seite vom Tisch. Über 2 Banden. 3 sogar. Ne? Er geht in die Ecke rein. Ja. Ja, jetzt ist wieder Standard. Eigentlich. Wie man Standard nennt, aber, also ich weiß nicht, was ich Standard nenne, aber wie gesagt, ein bisschen zu viel Tempo, ist die Weiße in der Mitte, er zieht wahrscheinlich die zurück, ja, und er macht wieder das, was ich nicht machen würde, ich würde die Weiße gegen die Bande zurückgezogen und, ja, das zeichnet halt sein Spiel aus, es ist einfach effektiver, definitiv, und natürlich, wenn ich genauso gespielt hätte wie er immer, wahrscheinlich wäre ich Weltmeister, aber das habe ich nicht getan, deswegen. Ja, das ist ein signifikanter Unterschied. Ne? Also es gibt wirklich die Leute, die spielen lieber die Weiße in die Bande, um wieder zurückzukommen. Und er hat jetzt schon wirklich, ich glaube 3 oder 4 Mal war uns das aufgefallen, dass er die Weiße noch dichter an die Bande macht, um ohne Bande rauszukommen von der Kugel, die relativ dicht an der Bande dran liegt. Ne? Gerade bei den Kopfbanden macht er das. Wir können ihn ja nachher mal fragen, ob das wirklich beabsichtigt ist, weil das würde ja bedeuten, dass er wirklich also auf Zentimeter genau da stellen. Macht er. Du kennst ihn. Ja. Es geht nicht ums Kennen, aber er macht es definitiv, weil wenn man die Bande nicht benutzt, hat man mehr Kontrolle über die Weiße. Die Weiße, sobald die Bande bekommt, und jede Bande ist unterschiedlich. Es gibt Tische, das sind die schneller, sind die langsamer. Manche Bande nimmt mehr Vieh auf, manche weniger. Wenn ich die Bande nicht benutze, habe ich eine Fehlerquelle weniger. Und das macht Ortmann. Ortmann hat ein super perfektes Spiel und so weniger Banden, umso besser. Das ist einfach so. So, und Django hat angestoßen. Die 1 ist lochbar, die 2 liegt genau daneben. Das heißt, 3, 6, doch, eine Kugel ist gewinnt. 3, eine Kugel ist gefallen. Wird jetzt wahrscheinlich, also da denke ich, wird er sehr gefühlvoll die 1 reinspielen. Und um die 2, die er auch treffen wird, mit der Weißen nicht allzu weit wieder von der Bande wegzubewegen. Die 6 trifft er beim Lochen, sagt mein Kommentator hier. Die 2 ist die Kugel hier an der Bande, die blaue. Ja. Und die 1 geht aber direkt ohne Kontakt mit der 6 rein. Ja. So. Also wir lagen gar nicht so weit davon entfernt. Ja, es war perfekt gemacht. Er hat die 2 mal berührt, die 2. Hat das wahrscheinlich sogar einkalkuliert und dadurch die Stellung behalten. Ja, ich wäre etwas härter in den Ball gegangen und hätte wahrscheinlich die Stellung nicht behalten. Das ist halt der kleine Unterschied. D3
Da ist ihm ein kleines Missgeschick passiert. Er wollte sicherlich an der 7 stoppen, aber er wollte mit Sicherheit nicht diese Seite von der 7 treffen. Jetzt hat die Weiße sich hinter die 7 geschoben und er muss über Vorbande muss er versuchen, die 4 zu spielen. Das ist natürlich eine, das birgt natürlich eine Gefahr an sich. Er hat es super gemacht. Er spielt ein Resave. Meine Herren. Er sagt Lucky, er sagt, es war Glück. Aber in jedem Fall das Glück des Tüchtigen, würde ich sagen. Ja, er ist wahrscheinlich darauf ausgegangen, die Bande, die Kugeln ins Mittelloch zu lochen als Vorbänder. Natürlich, er hat aber ein super Tempo gewählt und deswegen hat er daraus auch jetzt eine Sicherheit machen können nochmal. Also das ist natürlich ein bisschen Glück, logischerweise, aber so ein bisschen bewusst mit dem Tempo gespielt. Ne? Ja, das Tempo ist oft entscheidend. Ne? Der gleiche Ball ein bisschen doller und dann, ja. Schauen wir, was Olli machen kann. Ich glaube, das sind auch so Schlüsselbälle. Ne? Wenn du aus solchen Situationen zumindest schon mal ohne Foul rauskommst, und der Rest ist dann auch wieder Temposache. Ne? Er will den direkten Weg, eine Vorbahn ins Mittelloch, hat er sie angesagt. Oh, er hat sich verfehlt. Django wird belohnt für seinen Resave. Ja, das war ein ganz knapper Ball also von Ortmann. Also das waren jetzt nur noch vielleicht 2 Zentimeter. Und wenn er den gestriffen hätte, wäre der auch gefallen ins Mittelloch. Und dann wäre das eine Bombe gewesen. Aber auf die Entfernung, das ist schon sehr, sehr schwer. Ja, was natürlich beeindruckend ist, also er gibt sich ja nicht damit zufrieden, die Kugel nur zu treffen. Also er hat sie nur deshalb verfehlt, weil er auch ganz bewusst ins Mittelloch spielen wollte. Also er hat auf eine bestimmte Seite einen Punkt an der 4 gezielt und diesen Punkt halt leicht verfehlt. Und gut, dann war da das Foul, aber. Ja, jetzt hat Busti einen kleinen Fehler gemacht, Stellungsfehler. Jetzt muss er um den ganzen Tisch mit der Kugel. Und er macht das auch einfach. Er spielt einfach um Tisch. Das sieht so aus, als wenn die Kugel nichts anderes machen kann, als um Tisch zu laufen. Das Problem ist aber, erstens liegen da Kugeln und zweitens sind da noch Löcher, die man treffen kann. Also es sieht so einfach aus, aber er hat es perfekt gelöst. Also für uns die Herausforderung, ganz klar auf dem Bildschirm zu erkennen, wie das Layout ist. So, es bleibt also bei einem Rückstand von 2 Spielen. Es bleibt also knapp. Jetzt ist Olli wieder gefordert. Olli wird natürlich jetzt versuchen, den Druck aufrechtzuerhalten, oder? Ja, jetzt muss er seinen Break durchziehen. Also das Break muss klappen. Wenn das Break klappt, kann er den Abstand halten oder beziehungsweise wenn er die Stellung hält nach dem Break, dann ist alles gut. Wenn nicht, dann wird es kribbelig werden für beide Spieler. Ja, also für jeden kann der Fehler also eine entscheidende Situation bedeuten. Ne? Ein Fehler bei Olli kann ganz schnell die Hill-Hill-Situation bringen. Und auf Bustamantes Seite kann es natürlich dann auch der Verlust des ganzen Matches bedeuten. Ne? So. Ich glaube, er hat hier eine Doppelchance liegen, oder? Die 1, eine Bande im Mittelloch und mit Ablage auf die 2 für einen Safe eventuell. Oder wird er jetzt schon sagen, okay, Safe, die spielen? Ja, also er hat gerade eine Bande angesagt. Er hat mit dem Kö auf die Bande geklopft. Damit meint er also wirklich, er spielt eine Bande Mitte. Er kann natürlich wieder zurückziehen und sagen, okay, will ich nicht. Aber im Moment hat er eine Bande Mitte angesagt. Und direkt ins Mittelloch und die Weiße 2 Banden als auf Position für die 2, einfach um Django nicht im Spiel zu halten. Nein, also, spielt eine Bande. Verfehlt. Django hat die Möglichkeit, die 1 zu treffen. Ob das Eckloch frei ist oder durch die 8 verdeckt, können wir leider jetzt nicht genau sehen. Auf der anderen Seite, linke Seite wäre natürlich extrem, extrem dünn. Also wenn er den Ball jetzt locht, auf Stellung wäre schon Monster. Hat er auch nicht geschafft. Also für mich sah es so aus, als wäre es gar keine Option gewesen. Also
Ja, aber jetzt hat Ortmann das erreicht, was er wollte. Er hat jetzt eine Stellung, wo er eigentlich die Partie beenden könnte. Die größte Herausforderung wird nachher nochmal sein, unten die Kugeln. Aber ich denke mal, bei seiner Spielstärke und so wie er das spielt, macht er die Partie jetzt. Also als Herausforderung meinst du die Stellung 5 auf 6? Ja, genau. Das wird nochmal eine Herausforderung, weil da muss das Tempo stimmen. Da muss die Ablage jetzt davor stimmen. Er muss einen Winkel haben. Ja, den Winkel hat er. So, und jetzt muss er einfach nur aufpassen, dass er die Weiße nicht ins Mittelloch versenkt. Und dann hat er es eigentlich geschafft. Oh, er muss oben rübergreifen. Das ist etwas schwieriger. Etwas schwieriger zu kontrollieren. Ah, und da wäre auch fast der Fehler passiert. Er hätte fast die 8 getroffen. Und dann wäre es schwer geworden. Aber super. Also sieht aus, als wenn er ziemlich gut im Stoß ist. Ja, alles perfekt. Also Ortmann zeigt wieder mal, dass er einer der besten Spieler der Welt ist. Das war unglaublich. Der Ball sah so einfach aus. Er musste über den Ball greifen, zieht über den ganzen Tisch den Ball perfekt zur Stellung. Sah so aus, als wenn er nichts anderes macht, außer diesen Ball spielen. Perfekt. Ganz toll. Okay. So, du hast vorhin gesagt, Francisco ist dein Favorit. Wollen wir hoffen, dass es nochmal spannend wird. Denn er darf jetzt anstoßen. Er muss das Spiel ausmachen, damit sich jetzt, damit er noch eine Chance kriegt, sich ranzumachen. Denn ansonsten hat Oliver die Möglichkeit, on the hill zu sein, sagt man. Ja, also mein Favorit ist nicht immer der Gewinner. Also mein Favorit zum Beispiel beim Darten ist auch Phil Taylor. Phil Taylor ist für mich einfach der bessere Darter überhaupt und ich liebe sein Spiel und trotzdem gewinnt er nicht. gewinnt nicht immer. Es gibt leider im Moment einen besseren Spieler, der nicht zu meinen Favoriten gehört, also persönlich jetzt, aber das ist einfach so. Der eine mag den Spieler lieber, der andere den und ja, ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass ich Ortmann nicht mag oder so, sondern ich akzeptiere sein Spiel, dass sein Spiel ist Weltklasse einfach, das ist einfach super, was er da macht. Aber Favorit, also für mich ist eigentlich Busti der Favorit. Ah, ich hoffe ja immer noch, dass er gewinnt. Da ist ja ein Thema angeschnitten, genau beim richtigen. Was ist Dart? Dart ist im Moment absolut im Kommen. Also Dart ist eine unglaublich gute Sportart. Im Moment läuft nichts anderes im Fernsehen als Dart und die lief gerade die WM. Und ich selber bin auch ein Spaßdarter, sage ich mal so. Und ich finde das auch eine unglaublich tolle Sportart. Und ja, das ist aber ähnlich wie beim Billard. Es ist sehr viel Kopf. Sehr viel Präzision, du musst auf alles achten im Endeffekt. Ja, ich finde schon toll. Und jetzt sieht man das erste Mal, wir sehen das erste Mal jetzt beim Billard, eine Kampfpartie, wo wirklich der eine den anderen versucht, seine Vorteile abzuringen. Also das erste Safety Battle, was sich abzeichnet, ne? Ja, und das sieht man jetzt auch, es ist natürlich eine kritische Phase. Oh. Eine kritische Phase, wo man um jeden Ball kämpfen muss, um jede Situation. Und jetzt passiert genau das, was nicht passieren darf. Foul. Ja, und Oliver hat Ball in Hand. Er kann jetzt versuchen, die Partie auszumachen. Es sieht noch relativ kompliziert aus. Also er muss hier eine Entscheidung treffen. Er hat natürlich auch die Möglichkeit, erstmal weiter safe zu spielen. Die Möglichkeit, drei Fouls gibt es ja auch noch. In der Spielklasse ist es sehr, sehr selten, dass jemand durch drei Fouls vom Tisch genommen wird. Nein, ich denke mal, er legt sich genau den Ball hin, den er schon immer, auf den er auch immer gerne gestellt hat. Er sucht den direkten Weg zu lösen. Ja, wenn er die 3 und die 10 dort ein bisschen öffnet, hat er womöglich die 2 ins Mittelloch. Ja, aber das ist eine ganz, ganz schwere Partie jetzt. Also er muss jetzt schon zweimal lösen eigentlich. Wow, also wenn er die Partie ausmacht, dann muss man wirklich sagen, klasse. Also dann wäre der schon wirklich klasse, wenn er das macht. Aber das ist, wie gesagt, warten wir es ab. Ja, er stellt die 2 in die Ecke. Was bedeutet, dass er jetzt aber mit der Weißen die 3 und die 10 lösen kann? Sehr gut gemacht hat er das. Ja,
das erste Problem hat er super gelöst, super gestellt. Jetzt hat er gleich das nächste Problem. Und das muss er jetzt auch noch lösen. Und wenn er das schafft, dann hat er die Partie. Ja, auch klasse gemacht. Ganz klasse gemacht, super gestellt. Okay, bisschen zu dicht an die Bande. Aber er hat jetzt trotzdem die Möglichkeit. Wobei, das Mittelloch ist davor und das könnte gefährlich werden. Er stellt die 7 lang. Dann wissen wir auch, dass sie vorbeigeht. Die 8, denke ich mal, wird da auch lang spielen. Das sind Bälle von die. Viele Spieler nehmen Abstand von sowas und spielen erstmal lieber ein Safe. Also mich inbegriffen. Oh, das finde ich natürlich sehr souverän, dann noch auf die andere Seite zu gehen. Ja, dieser Ball jetzt zum Beispiel ist auch ein Ball. Er sieht sehr einfach aus, aber man muss mit sehr viel Druck spielen eigentlich, um hochzukommen. Das macht er wieder nicht. Also er akzeptiert einfach, sagt, die Mitte reicht, ich spiele einen dünnen Ball. Er ist einfach selbstbewusst, er weiß, was er kann und spielt das einfach. Toll, super gemacht. Ja, also das Spiel ging anders los. Er ist am Anfang des Satzes, ist er erstmal nach hinten gefallen. Und ich finde das eine beeindruckende Eigenschaft bei dem Spieler, dass das wirklich bei ihm den Kampfgeist geweckt hat. Also er hat sich davon insofern nicht beeindrucken lassen und hat damit reagiert, dass er einfach souverän gespielt hat und ja, noch aggressiver quasi, wie man das beim Billard sagen kann. Von Aggressivität kann man ja eigentlich gar nicht sprechen, da geht ja gar nichts beim Billard. Aber er hat einfach nach vorne gespielt und ist dafür belohnt worden, denke ich mal. Ne? Ja, jetzt wird es langsam richtig spannend. Also, aber es passt heute natürlich zu meinen Aussagen. Ich habe hier heute viele Aussagen getätigt und fast alle sind nicht eingetroffen. Ich habe natürlich auch eine Aussage gesagt, Busti gewinnt. Es sieht auch nicht gut aus. Es passt heute zu dem allem, was ich hier gesagt habe. Passt das sehr perfekt. Na, schauen wir mal. Also ich gebe noch nicht auf. Ich erinnere mich an Zeiten, da hättest du auch das Wetter ansagen können. Da war es beim Wetter immer so, ne? Ist auch besser geworden heute, ne? Ja. Ja, das war jetzt gemein von dir. Entschuldigung, war nicht so gemein. So, ja, Ortmann ist immer noch am Tisch. Ich bin gespannt, weil die Ablage auf die 3, die ist nicht, kommt nicht von alleine. Er muss mit der 3 spielen. Wow. Sehr gut gemacht. Also ich denke mal, er ist im Stoß. Er macht das. Sieht für mich so aus, als würde er da nichts mehr anbrennen lassen. Er nimmt das jetzt mit und dann ist das Match leider schon für heute vorbei. Warten wir es ab. Er braucht hier noch sehr, sehr viel Wirkung. Ich bin gespannt, ob er ihn so zurückzieht. Ja, macht er. Ja, sehr kraftvoll. Ist das der Pendler, von dem du vorhin gesprochen hast, wo man ihn pendeln lässt? Er spielt die langsam, siehst du? Ich finde ein sehr, sehr schwerer Ball. Er hat auch noch ein Konter-Effekt dabei gegeben. Also, der lässt sich hier nichts mehr wegnehmen. Ja, also, wenn er den Ball reinspielt, dann hat er den Satz gewonnen. Und ich sag mal, nur Gratulation, super gespielt. Ganz toll gemacht. Passt, wie gesagt, zu meinen Aussagen heute. Ich habe jedes Mal das Falsche gesagt, aber ich muss trotzdem sagen, es war ein super tolles Spiel und Busti hat gezeigt, dass er Billard spielen kann. Ortmann hat gezeigt, dass er Billard spielen kann. Alles super. Das war's. Das Battle of Legend hier in Hamburg. Wir freuen uns aufs nächste Jahr vielleicht, wenn es wieder heißt Battle of Legend. Bedanken wir uns bei allen nochmal. So, der Moderator, der ist hier sehr, sehr laut. Ich möchte mich auch bei Ihnen verabschieden. Mein Name ist Thomas. Co-Kommentator war Bernd Gottschalk. Danke für euer Verständnis. Wir haben das zum ersten Mal gemacht. Seht es uns nach, wenn wir nicht ganz so professionell waren. Wenn wir öfter gefragt werden, werden wir uns vielleicht ein bisschen auch vorbereiten. Ne? Wir waren jetzt ganz unvorbereitet. Aber wir freuen uns enorm, dass so viele Leute zugeschaltet haben. Über 20.000, das ist wirklich prima. Aus den Philippinen,
und aus den Vereinigten Staaten. Wir bedanken uns und hoffen, irgendwann mal noch eine Gelegenheit zu bekommen. Ne? Ein bisschen Spaß hat es uns auch gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Das war mal eine neue Erfahrung. Und es ist doch schwieriger, als ich gedacht habe. Ja, und danke für die Komplimente und auch für die Kritik. Wir werden dran arbeiten. In dem Sinne, bis bald. Ciao. Thank you.